Einen wunderschönen guten Abend. Ich brauche mal einen kleinen Moment hier, um Twitch zu kapieren. Sind wir live? Sind wir es nicht? Doch, wir sind live. Jetzt hat es geklappt. Also, alle Zuschauer, herzlich willkommen und vor allen Dingen begrüßen wir einen neuen Gast, der aber in der Szene, glaube ich, nicht mehr vorgestellt werden muss. Der Ruf eilt ihm voraus. Herzlich willkommen, Thomas. Thomas Kinnberg, schön, dass du dabei bist. Hallo, ich freue mich. Gruß an alle Skat-Begeisterten da draußen. Falls einer von euch von Thomas vielleicht doch noch nicht gehört haben sollte, Thomas ist quasi schon seit, ja, wie lange eigentlich? 20 Jahre patentierter und an sich exklusiver Skat-Trainer, also lange bevor ich damit angefangen habe, hier auf den 18 Feinheiten. Jahre. Ich bin jetzt im 18. Jahr, mache ich Seminare. Also Skat-Seminare seit 18 Jahren und das sind Live-Seminare, also nochmal was anderes als ich mache und kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr nicht nur meine Videos oder schauen wollt, sondern auch mal mit echten Menschen, mit echten Mitspielern eine Woche oder was du da, eine Woche ist das typische Konzept, was du anbietest, ne? Tagesseminare, Wochenseminare mit Thomas machen wollt, dann kann ich euch das empfehlen. So. ja. Ja, Thomas, wer hätte gedacht, ich glaube, es war September 2001 in Balaton-Fürth bei der Skat-Europameisterschaft damals, dass wir uns knapp 20 Jahre später über Zoom online zu einer Skat-Liste verabreden werden mit Herrn Schäfer, ne? Das Das stimmt. ist Wahnsinn, wie schnell diese Zeit vergeht. Da sehen wir immer noch genauso aus, fast. Danke, danke. Ich war vor 20 Jahren noch nicht in dem Zirkus. Leider, muss ich sagen, heutzutage. Ich weiß gar nicht, warum ich in der ISPA so spät eingestiegen bin. Aber das heißt, ihr habt vor 20 Jahren Europameisterschaft in Ungarn gespielt. Ist das so richtig? Im Finale, ja. Im Finale. Im Also, Finale beide gewesen und die letzte und Serie die davor haben wir auch zusammen an einem Tisch gesetzt. Serie 15 Tisch 1 zusammen, ja. Serie 15 Tisch 1. Und wer hat, wenn ich jetzt noch mal so fragen darf, ich glaube, 2001, wenn einer von euch Europameister geworden wäre, dann müsste ich es ja wissen. Wer hat das Turnier gewonnen und wer ist von euch weiter vorne gelandet? Gewonnen hat Herr Raschke vor Herrn Backhaus und ich bin Dritter geworden. Ich war Dritter auch von hinten. Ah, okay. Von den 16, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Ich hatte gerade die Befürchtung, dass ihr euch hier Vielleicht jetzt in Widersprüche verstrickt. Nee, ich war doch Dritter. Nee, alles Nee, also klar, ja. es lief ja in der Vorrunde sehr gut. Ich war nach 14 sein Erster, aber am Ende, im Finale, muss mir auch noch ein bisschen Karten kriegen. So, schöne Grüße schon aus dem Chat, auch an dich, Thomas. Hier kommt die Frage, wo kommst du her? Und alle freuen sich, dass sie dich auch kennenlernen. Okay, ich komme aus Alzey, das ist in Rheinhessen, also etwas südlich von Mainz, Rheinland-Pfalz. Okay, großartig. Gut, ich würde sagen, ja, damit wir einen Eindruck bekommen, ob das jetzt nur so behauptet ist oder ob du auch wirklich die Karten spielen kannst, lass uns doch mal einfach an den Tisch gehen, ne? Da zeigt es sich Ja. dann. Ah, guck mal an, Eddie hat schon Ich habe aufgemacht. auch gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht von der Reihenfolge, ich erkenne das auch nicht. Da guck mal, da kommt er mit dazu. Skat-Akademie, ja. So Oh, jetzt lautet auch kenne dein, wenn man dich im Netz sucht. ich endlich Thomas' Account bei Euroskat, Skat-Akademie. Ja, bei Eurocat hätte es ja sehen können. Ja, Starbahn. aber ja, ich achte doch, das ist alles. Ja. Ja, also genau, ist auch meine Webseite. Ja, wer Thomas im Netz sucht, Skat-Akademie, geht entweder das nach mit der Thomas suchen. Verbindung, weil man. Okay. Alles okay? Jo, ich würde sagen, gut Blatt. Thomas hatte Gut schon Blatt. angekündigt, Gut manchmal Blatt. mag es ein bisschen ruckeln, ne? Wir hoffen, dass die Ja, ich könnte Verbindung nochmal hält. versuchen zu wechseln. Ich habe ja jetzt, vielleicht geht die Verbindung jetzt besser. Da nicht mittendrin, keine Experimente. Solange du hier Ja. online bist, bitte nichts ändern. So, wir sind ja hier zum Spaß, da muss man ja mal was riskieren, oder? Du, zum Spaß war gestern mit den Canadiens. Ich dachte, hier wird jetzt seriös gespielt. Also ich hatte mich eigentlich umgestellt, jetzt immer gestern immer 10 mehr als man hat, heute immer 5 weniger. Aber wenn du sagst, du machst das andersrum, ist es auch in Ordnung. Ich jetzt mal.
gedacht. So, ich würde mal sagen, Tempoproblem bekommst du nicht. Da können wir gleich für klare Verhältnisse. Wir machen hier so ein bisschen Redeskat immer, Thomas. Ist okay, ne? Ja. Also ja. Ich habe jetzt natürlich vielleicht ein bisschen was verraten, aber ich glaube, das geht gerade so klar, ne? Falls ich zu viel verrate und du das Gefühl hast, das hat dich nachher ein Spiel gekostet, dann lass mich das wissen, dann komme ich dafür auf. Aber erst, wenn wir uns wieder sehen. Naja, drei Buben, vier Karo. Ein Kreuz. Mhm. Ein Kreuz, noch zwei Unbekannte, ne? Vermuten wir mal, dass wir die Farbe auch erahnen. Ich glaube, wir haben die Vollen in der falschen Reihenfolge getroffen, ne? Ja, die Frage ist halt, warum, ne? Ja, das war's dann. Ja, gut, Herz 10 bei dir. Dabei. Ja, 10 steht bei mir, sonst hätte ja. Ich natürlich Herz Bild doch gespielt bei 49. Ja, sonst hätte ich verloren, weil ich nicht gleich mit Karo geöffnet habe. Ja, war ja auch ein bisschen riskant, ja. Aber wenn Daniel jetzt vor Pik Ass Kreuz Dame spielt, dann verlierst du immer, ne? Also jetzt so. Ja, ich habe die Folge. Ob ich jetzt noch ein Pik oder Kreuz mit, die weiß ich ja nicht. Genau. Also, das ist ja jetzt Glückssache. Na, Pik 10 habe ich als erstes geladen, danach Kreuz Ass 10, die ich blank hatte. Kreuz Ass 10. Kann man ja vielleicht erahnen, dass Pik bei mir etwas länger war, aber muss nicht. Das stimmt. Ja, aber du weißt ja auch, dass eher zwei aus einer Farbe gedrückt werden und eine Single mal gehalten wird. Ne? Diese Theorie gehört auch. Ich wollte auch jetzt kein langweiliges Karo oder Kreuz spielen, sondern ein bisschen, was Spannung riskiert reinbringen. Und, der war ja spannend, der war ja zu legen. War gleich zu legen wieder. War gleich zu legen, das erste Spiel. Ja. Gut, nach der Aufregung muss ich jetzt ein Sicherheitskreuz spielen. Ein langweiliges Kreuz. Ne? Nach der Aufregung, ja. Ich bin jetzt auch noch wieder ganz aufgeregt, weil ich hier schon wieder, im ersten Spiel stehe ich schon wieder und... Okay, jetzt, ich kann nur gewinnen, wenn ich taure, glaube ich. Okay. Dann hast du ja alles richtig gemacht. Hast du nicht gerade noch erzählt, du spielst ein langweiliges Kreuzspiel? Also... Ja, so 8 Trumpf haben wir schon aufwärts. Trumpf aufwärts und dann noch tauchen. Das heißt, ja. Du hast ja nur Herz. Dann kann ja, ich kann ja mal. Ich ja. Dann hätte ich ja jetzt ich, alles ich spielen. Ich zeige einfach mal. Ah, mal ich spiele mal Trumpf. Der Grang wäre auch Schneider geworden. Ja, weil ich. Du hast ja im ersten Stich hast du dir die Schwarzchance geraubt, Thomas. Das stimmt. Wir sind ja, hier immer mit solchen Sachen ein bisschen pickig. Also wir suchen hier auch nach kleinen Fehlern immer, um die dann zu... Du hast es ja schon gehört, wenn Eddie loslegt, ich kann das dann auch. Also die schwarz wie seine Füße hast du uns gleich mal rausgelassen. Hey, Jack Bauer ist wieder da. Woher kennt ihr Jack Bauer eigentlich aus der Serie? 24 oder so, ne? Nee, wie ja. Ist die? Und ist euch dann mal aufgefallen, ich habe die Serie dem Netz geschaut und mir ist nie aufgefallen, dass der Name, wieso spielt der eigentlich was an, also wieso spielt der nicht Skat? Jack Bauer, das muss man sich mal vorstellen, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich kenne ihn nicht. Also so einen braucht man, Actionheld und Retter der Enterbten. Naja, wir haben hier einen Zuschauer, der sich auch so nennt und ich hoffe, dass der genauso schnell schießt. Aha, aha, aha. Thomas, was spielst du denn hier wieder für Spielchen mit uns? Was spielst du denn da für Spielchen, Thomas? Was ist das denn für ein Spiel überhaupt? Wahrscheinlich muss Trumpf richtig sein an der Stelle, ich weiß es aber nicht. Achso, ganz fertig. Aha, aha, aha. Hier, also die Nebelkerzen fliegen aber tief heute Abend, muss ich mal wieder sagen, wenn ich das so sagen darf. Darf ich das so sagen? Herzbube jetzt, aha. Schnippel die Wipp. Ja, ich kann es nicht ändern. Naja, das war ja nun das günstigste, was du dir da ausgesucht hast. Also. Ja, war ja nichts drin. Ich reiz ja auch. Ja, gut, ist in Ordnung, ist völlig in Ordnung. Sollst du ja auch. Dafür bist du ja hier. Du kannst mal. So, jetzt habe ich. Mein Abreizgeld ist weg. Ich muss jetzt rasen.
Für drei Listen, das Abreizgeld ist weg. Ja, es geht jetzt nichts mehr. Nur noch sicherer. Du, ich habe, wo ich jetzt immer mit Eddie spiele und in der Kategorie Gäste wie dich einlade, habe ich erstmal 150 Euro Abreizgeld aufgeladen, übrigens. Nur, dass du Bescheid weißt. Das ist meistens, ach ja, reicht das für drei Wochen. Meinst du, es reicht, ja? Für drei Wochen reicht das. So, was machen wir denn jetzt mit euch, Kollegen? Was machen wir mit euch, Kollegen? Vielleicht mal anders als sonst, ne? Da kommt ihr nie drauf. Warte mal eben. Ich habe kein gutes Gefühl. Na, wir machen mal so. Erster Gedanke. Schiebeng. Ja, ich muss erstmal ein Ass spielen. Ja, da kommen wir nie drauf. Meine Güte, habt ihr viele Asse in der Beikarte? Das ist ja geradezu beängstigend. Normalerweise spielen wir eigentlich nur die Löschen. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ihr habt schon deutlich über 40, ne? Was war denn das mit Karo? Knapp über 40, ja. Ich glaube 49. Einerseits knapp, andererseits deutlich. Oder 42. 14, 15 und 42, ne? 42, korrekt. 42. Ich glaube, ein Überstich wird hier... Überstich wird mir nicht gut zu Gesicht stehen. Autsch! Meine Güte. Das war ja klar, nachdem ich erst die 10 ging, dann das Ass, dass das jetzt blank gespielt war. Er hat zwei Farben gespielt, er die wechselt auf die dritte. Also das war zu befürchten. Ich hatte gehofft, dass nicht das Trumpf Ass nun gerade hinter mir steht, aber es ist natürlich logisch, jeder zwei Asse. Und ich, arme Wurst, habe jetzt wahrscheinlich, ich habe zwar drei Buben abbekommen, Herzbube jetzt zu zweit, wunderbar, kann ich mir jetzt aber gar nichts... Wenn ich Kreuz Dame gespielt hätte, wärst du Schneider geworden wahrscheinlich. Ja, das stimmt. In der Tat. Tja, vier Augen gedrückt hätte in Karo, dann hätte ich euch Schneider gespielt, glaube ich. Kann das sein? So dann habt ihr nämlich nach dem zweiten Stich 29 und dann habe ich... das ist ja weiter... Wir wissen ja, dass du nicht die Eier hast, die 10 oben zu lassen. Ich wusste, ich habe es so quer gemacht, ein und ein. Ich hatte 10 bestellt, 10 bestellt, König bestellt. Ich dachte mit ja, euch... Ja, das kann ja auch richtig Moment, sein. Moment, ich muss auch noch gut Blatt schreiben. So, gut Blatt, so. So. Das hätte ja auch richtig sein können. Dann wird die Karte auch direkt besser. Hätte richtig sein können, ja, ich weiß. Beim Skat, man braucht... Thomas, er wäre nicht Schneider geworden, du hast ja gar keinen Trumpf wollen. Das stimmt. Hm. Ja, wir wollen ja auch nicht Schneider spielen, das macht man ja nicht. Nee, das macht man ja nicht. Ich weiß auch übrigens, ich kann mich erinnern wieder, wo dieses Sprichwort herkommt, ne? Wer für den Schaden hat und den Spott, das ist immer schön mit euch, dass ihr das gleich mal wieder so... Ja, du bist doch dann schuld, dass du uns eingeladen hast. Das ist der Unterschied. Wenn Daniel spielt, kommt von meinem Partner Asse. Wenn Thomas Gang spielt in Hinterhand, kommt eine Dame raus von Daniel. Wisst ihr was, ihr kleinen Mäuse? Ich gönne mir jetzt erstmal ein Stück Schokolade und zwar die richtig gute. Die habe ich zum Vatertag bekommen. Die habe ich mir noch aufbewahrt für genau diesen Moment, wo ich ein bisschen was Süßes brauche. Und ich hoffe, dass ihr keine Schokolade dabei habt. Ach du Scheiße. Oh, Moment mal, Bodo. Ah, jetzt müssen wir mal ins Büro gehen. Was ist denn da jetzt nochmal? Das ist ja, hat ja komplett neue Sphären angenommen, dieses Spiel. Na, dann geh mal ins Büro. Mein Kumpel, was hat denn mein Kumpel da gedrückt? Dann müssen wir es mal so machen. Habe ich irgendwas verpasst schon wieder? Oh nein! Wo ist denn die Piklusche geblieben? Hast du die auf den Bauern abgeworfen, Daniel? Ja, Oh, ich bin ja wirklich... Daniel, hast du noch einen König dahin? Dann wäre es 60 gewesen. Ah, Karo König, 60, ja. Ja, Mann, Eddie. 1:1. Sag mal, Skatakademie, danke für das Geschenk. Was willst du denn hier eigentlich? Ich denke, du bist ein solider Spieler. Was sind denn das für Flocken hier? Ja. So schlecht war der nicht. Waren sich gelegt. Gegen uns Osterhasen, drei Bauern. Ich muss halt alles bedienen. Also ich sehe es mal positiv. Ich bin ja schon froh, wenn der Kelch mal an mir vorübergeht. Eddie, Mensch, du Pflaume, du Pfeife. Was war denn da los? Ich habe komplett verpeilt. Komplett verpeilt. Was glaubst du, Eddie, wie oft mir das hier passiert, wenn du schon mauerst, musst du wenigstens die Spiele ummachen. Ja. Pik Lusche ist abhandengekommen. Oh Mann. Genau. Daniel? Ja.
Du verstehst Thomas auch nicht mehr, oder? Thomas hat gerade so ein bisschen... Nicht zu fassen. Da, jetzt geht's wieder los. Bei mir hängt die Karte. Ach, die Karte hing. Ich müsste wechseln in der Verbindung. Hab ein bisschen Angst hier um meine Kreuz 10, deswegen ziehen wir mal so ein bisschen von oben. Guck mal, da war gar keine Gefahr. Haben wir jetzt gerade durch den Obenzug wieder den Schneider ruiniert, ne? Nee, Mann, haben wir gar nicht, haben wir gar nicht. Plus 4, so, jetzt geht's los. Ich habe mich ja nicht getraut, damit Kau Ass 10 zu 5 zu steigen. Ich habe mich jetzt getraut, aus Versehen, ich habe mich nicht getraut, ich habe mich verklickt. Mann, ist mir diese... Weil ich wirklich erzähle, Daniel spielt keine Asse, ich gebe gar nichts auf den Gang und auf einmal haben wir 49 und ich bin am Spiel. Wahnsinn. Ja, ich hatte doch keinen Ass, Mensch. Ich würde doch jederzeit für dich würde ich einen Ass sogar mir aus dem Ärmel schütteln. Aber ich habe ein T-Shirt an, da ist auch schwer. So, ich darf mal kurz weitergehen. Monika grölt, Quantus lollt, Thomas sagt hahaha und Esch gesagt, der Thomas ist ja echt lustig, sympathisch. Also schöne Grüße aus dem Chat an alle. Läuft vielen hier. Vielen Dank. Zinnitzkind sagt, kein Fehler gesehen. Ja, den Spruch. Der hat ja auch keine Ahnung. Den Spruch habe ich ja noch nie gehört. So, wer spielt jetzt? Du spielst Kreuz. Gut, mal einmal aufpassen, aus Versehen. Nicht, dass ich jetzt wieder hier die Bilder links und rechts falsch verteile. So. Na, hier hängt es wieder. Ja, bei Thomas weiß man immer nicht, ob das eine Verzögerung ist oder es klemmt. Ja, nee, das hängt ein bisschen. Gut, dass ich zwei Pik gedrückt habe. Mensch, da musst du aber Luxusprobleme haben. Dann hast du wohl... Aha. Du hast zwei Pik gedrückt. Das ist die Behauptung. Na, vielleicht auch nicht. Du hast du hast ein und ein gedrückt und hast noch Herz Ass und Karo 10 im Dritt. Ach nee, doch nicht. Karo Dame zu dritt. Ich habe zwei Pik gedrückt. Karo verteilt, dann der Rest bei mir. Herz Ass noch. Und Karo Dame. Ja, dass du Herz Ass und den Drilling hast, das habe ich ja schon. Hast tatsächlich zwei Pik gedrückt, Mensch. Ja, zwei Pik löschen. Kann man ja auch zwei. Naja, wenn ich zwei Karo drücke, habe ich immer noch ein Karo mit. Und dann die zwei Pik löschen zum Pik Ass, das nutzt ja auch nichts. Boah, kann man auch mal so machen, aber muss man. Kann man so machen, aber. Karo zu dritt steht, fliegt da so sehr schnell aus dem Ruder. Aber es stand Karo 2-2 ja, und Pik ich zu war dritt. Ich war kurz davor, 0 zu spielen. Kreuz war sauber, Pik war sauber und dann Karo der 8, 9 Dame. Aber. Also bei allem, was ich bisher gesehen habe, würde ich dir empfehlen, wenn es knapp wird, spiel lieber krank. Ja, ich spiele auf alles krank, was geht bei den Gegnern. So. Aber du hättest doch eben auch Karo spielen können, oder? Ja, aber ich nur 4 Trumpf. Achso. Was soll ich da drücken? Ich habe ja so, nur die ich 3. Ich hatte 18 gesagt und du hast Karo Dame zu dritt. Da hat man natürlich kein gutes Gefühl. Ja, genau. Ja, du hast ja im Stock übrigens Pik 7, Kreuz 7. Ich habe es gesehen. Ja. Achso, das kann man angucken. Ja. So, ich habe hier auch wieder so, ich habe mal wieder meine drei üblichen Probleme. Ich kann mich schwer entscheiden. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich will es hier nochmal einmal zeigen. Es sieht ja auch wie ein einigermaßen manierliches Farbspiel aus, aber er hat doch sehr wenig Kontrolle, muss man sagen. Deswegen entscheiden wir uns. Du musst ja noch alles spielen. Wir sprachen ja gerade drüber, man kann ja immer mal Null spielen. Ne? Mein Lieblingsspiel. Es gibt Leute, die immer 23 reizen. Es gibt Leute, die gelegentlich 23 reizen. Und naja, ich bin wohl irgendwo da auch eingeordnet. Pik 8. Oh, Hinterhand. Das ist ja schon die halbe Miete. Ja, da kannst du Gedanken machen, Eddie. Ich mache mir sofort Gedanken. Thomas will auch nicht ans Spiel. Guck mal, auf keinen Fall will er ans Spiel. So, jetzt mache ich mir keine Gedanken mehr. Du brauchst dir auch nie Gedanken machen bei diesem Spiel. Das habe ich vermutet, aber ich wollte noch ein bisschen sparsam an die Sache rangehen. So, jetzt gehen die Sprungreizungen schon los. Jetzt werde ich wahnsinnig. Jetzt und schon wie? Die Sprungreizungen. Auch und wie? Ja, und vor allen Dingen, da muss ich wahrscheinlich wirklich auch mal bei Thomas ins Seminar gehen.
wie interpretiert man so eine Sprungreizung? Ich weiß es immer gar nicht. Es gibt ja Leute, die plötzlich, oder es gibt auch welche, die regelmäßig immer so irgendwo zwischen 20 und 30 anfangen. Ja, was hat es denn damit auf sich? Thomas, das kannst du uns ja hinterher gleich mal erklären. Das finde ich eigentlich ist gar nicht schlecht. Ja, 20, aber Sprungreizung 20 könnte ja zum Beispiel sein, dass ich karofrei bin. Ja, aber warum würdest du uns diese Info freiwillig geben, wenn du es nicht müsstest? Weil ich vielleicht nicht viel weiter reizen wollte und wenn ich da nicht ans Spiel komme, weiß vorher, was er ausspielen kann. Weil er ein Künstler, also ein Okay. Dann wird er ja doch schwerer, als ich dachte. Viel schwerer. Ja. Ja, mit 5 Trumpf war jetzt nämlich nicht unbedingt zu rechnen. Aber du hast ja nur 2 Farben. Was war denn jetzt? Habe ich wieder den ersten Herzstich nicht mehr auf dem Schirm. Ich bin ja auch wieder, muss auch abgeholt werden. Was war denn der erste Herzstich? Hast du nicht, du hast das Ass noch nicht genommen. Ja, ich komme hier nur die Karten sprechen, ja. Sorry, das kam jetzt nicht ganz, das kam nicht ganz an hier. Kannst nur die Karten sprechen, Herr Schäfer. Nur die Karten sprechen lassen, ausnahmsweise. Ja. Ich hoffe, das macht jetzt hier keinen Unterschied, falls ich mich jetzt hier, ach so. Ja doch, mal. Schon mal 3 Augen für mich mehr. Ja, ist in Ordnung, nehmen wir den. Ja, ich kann es nicht ändern, ne? Wie das aussieht hier. Oh, jetzt sammelst du aber schon, picke ich die 2 Augen ein. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Das ist aber ein gutes Zeichen, dass du da pickig bist. Kling! Daniel, jetzt muss ich leider was sagen. Ne? Ja, sag mal. Also der Alleinspieler hatte Kreuz und Karo gestochen. Ja, das hatte ich verstanden. So. Ja, er muss ja eigentlich, wo. Ja, du hast recht. Er kann doch nur 4 Herzen, du weißt ja, wie viel Trumpf er hatte, ne? Ja, weiß ich, richtig. Okay. Aber dann war es doch gar nicht, ich meine, gut, wenn ich die Dame stech, haben wir 3 Augen mehr, ne? Aber bei 60 gibt es Bock und Ramsch, ja, ne? Wenn ich jetzt am Anfang Herz Ass lege. Und gibt Bock und Ramsch, genau. Wenn ich am Anfang Herz Ass lege statt Herz 10, dann reichen mir die 3 Augen auf 61. Ja, aber dann wäre Daniel vielleicht noch eingefallen, dass du 2 Farben gestochen hättest, aber man weiß es nicht. Ich hatte einfach nur den ersten Stich nicht mehr vor Augen, aber es war ja gar nicht, es war ja egal, es war nur Herz drin, deswegen konntest du kein Herz mehr haben, das war die Erklärung. War ja auch schon lange her. Ich lese hier gerade mal vor. Donator 0815, den ich hier noch nicht im Chat gesehen habe, schreibt gerade, ich habe vor ein paar Jahren den Blog zum Spiel des Monats bei Skat Online von Thomas geliebt. Nach mehreren Jahren Skatpause habe ich dann den Spaß am Skat auch durch Daniels Videos, hey, hört, wiederentdeckt. Da finde ich es absolut fantastisch, euch beiden zuzuschauen. Ja, großartig. Und Tonic grüßt auch in die Runde. Dankeschön. Und wir haben fast 160 Zuschauer. Das ist einsame Spitze. Sehr geil und ich werde mal passen. Passe mit. Wie in alten Tagen. Wie in alten Tagen. Was sind die alten Tage, ne? Ja, ein Grang. Wer kommt denn raus? Wer kommt denn raus? Ich gehe zur Großwildjagd mal wieder übrigens mit meinem Blatt. Ich glaube, den Insider kann ich hier noch einmal bringen. Noch ist er hier unbekannt, ne? Hoho. Aha. Ich glaube, ich sollte, aber was machen wir denn jetzt mal? Ich glaube, wir spielen mal einen König. Ein sogenanntes Friedensangebot. Ah, er hat zu viel, wa? Bauer noch bei Thomas? Bauer ist bei mir, ja, wenn du nochmal Kreuz spielst, falls du Kreuz hattest, dann ist mein Herz weg. Ich hatte noch einen, Eddie, glaube ich, aber auch, der kam dann noch rüber und die Frage ist, ob ich... Wenn er nicht gedrückt hat. Ja, das und was spielt er danach für eine Farbe? Das ist, Pik muss er spielen. Danach für eine Karte, meine ich. Naja, Pik muss er spielen. Dann. Gut, nach meiner Rechnung war es jetzt natürlich wichtig, nochmal eine rote 10 da, also eine Pik oder Karo 10 freizuspielen. Aber gut, du hast allen Ernstes den Kreuz im Keller. Gut, das hatte ich auch. Diese Chance habe ich für sehr gering erachtet, muss ich sagen, wir es mal so. Ja, also
Ja, der Gang ist, man kann auch 14 drücken. Ne? Ich brauche dann irgendwo ein Bild. Ich habe halt Ass 10 Lusche, Ass Dame Lusche, Ass Dame Lusche, Ass Lusche und einen roten Jungen. Ich dachte, in Hinterhand zwei Damen zu drücken, dann gibt es keine Karte, die schlecht ist beim Aufschlag. Ach komm. Angebot und Nachfrage. Das wäre doch ein Wunder, wenn ich kein Dämchen krieg. Ne? Hat wieder eine 5-Trumpf dagegen jetzt? Nee, diesmal Nein, nicht. ganz harmlos. Heißt das, du hast 6 Trumpf oder was? Oh, was ist jetzt passiert? Ich glaube, ich habe diesmal die Herzen besser im Griff als eben. Okay. Ich habe auch übrigens, Thomas, du hast das ja jetzt schon gesehen. Guck mal, da ist sie wieder, die berühmte Herzdame. Aber diesmal beiße ich, glaube ich, nicht an. Du hast das ja schon mitbekommen, ne? Ich habe es dir vielleicht vorher nicht ganz genau annonciert, dass wir hier so eine Mischung aus Sprechskat machen. Also der Rap des Skates quasi, ne? Aber das geht, glaube ich, in Ordnung, ne? So, was Ja, machen wir denn jetzt hier? bei Thomas Spiel, was er auf 60 doch noch verloren hat, da war ohne Sprechen das Spiel. Sonst hätte ich zu Daniel gesagt, Daniel, es ist nicht wichtig, ob du weißt, wer Herz Ass hat. Denk mal drüber nach, welche Farben er bis jetzt nicht hatte. Guck mal, jetzt kommt der, jetzt will der Thomas halt wieder plötzlich Stiche sparen. Der Fuchs. Der Da Fuchs. beiß ich doch an. So, ich glaube, ich muss mal versuchen, Kreuz zu klären. Tatsächlich. Hat geklappt. Ja, wir haben folgendes. Oh, drei Könige. Interessanter Stich. Nicht oft gesehen. Wir haben folgendes Problem. Ich habe beide Kreuzvollen. Ich glaube, das ist nicht zu unserem Vorteil. Bei 39 darf ich jetzt die Herz 10 nicht abwerfen auf Kreuz Ass. Ja, beide vollen. Guck Aber mal, ich ein Kreuz voller glaube, anders. ich habe den gut gespielt. Mit 6 Trumpf, 2 Bauern, 8 Trumpf Ass zu viert. Als ersten Trumpf zu Trumpf Lusche statt Bube zu spielen, war nicht schlecht, oder? Aber du hast ja damit jetzt gar keinen Trumpfstich gespart, ne? Weil du wusstest so Naja, du vielleicht ein bist. bisschen schneller, dass die vier Trümpfe stehen, ne? Genau. Und Das dann war mit für deinem dich. Abwurf noch dazu. Und dann habe ich halt auch nochmal Buben spielen Ja. können, ohne meinen Trumpf Ass zu gefährden. Ja, das Problem. Ich meine, vier Trumpf war schön und gut und Stechfarbe gefunden war ja auch gar nicht so schwer. Problem war, dass ich die beiden Kreuzvollenhalter hatte. Ne? Das war dann das Glück im Unglück, wenn man so will. Ja, nee, das Spiel ist ja normal sicher gewonnen, wenn du nicht den Herz abwerfen kannst und Ja, dann wir die waren, Herz-10 mit es war, Schmierung es weggehen kann. saß wirklich schon wieder giftig und wir waren auf einem Ja, sehr guten Weg. Von der Verteilung war es wieder ein sehr guter Weg. das saß sehr giftig, ja. Sehr, Wir. sehr giftig. Es wird im Chat gerade übrigens, andere Leute wissen offenbar genau, wie groß du bist. Und da werden schon, ne, der eine sagt, ich bin nur 1,60. Hier wird behauptet, du wärst 2 Meter, aber sag mal, so groß bist du doch gar nicht, oder? Naja, fast 2 Meter Thomas ist stimmt schon ziemlich schon. groß. Fast 2 Meter, 1,99. 1,99. Guck mal, Ja. beim Skat ist so ein So, wir können es mal Zentimeter. aufgeben, das Spiel. Ja. Entschuldigung. Ich versuche hier immer gleichzeitig noch ein bisschen die Stimmung, Stimmung reinzubringen. Ja, du kannst dich ja nein, die nicht auf zwei Stimmung Sachen aus unserer Zuschauer mitzunehmen und zu konzentrieren. transportieren. Und vielleicht willst Ja, du ja mal ein ja. bisschen was zu deinen 1,99 sagen und so. Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall beim Ja. Skat oder zu diesen behaupteten 2 Meter. Du willst dich ja, du wirst, das wollen wir ja nicht so stehen lassen, ne? Ja, mit Schuhen hast du Mit schon. Schuhen, okay. Da hat dich einer mit Schuhen kennengelernt oder gemessen. Ja, 2 Meter So. kann man ja ruhig sagen bei 1,99. So. Also ich bin schon einer der größten Also ich kenne einen, der ist noch größer, der ist 2,02 Meter. Also ich Ja. bin nicht der Größte, aber EVDGG, ne? Wie groß ist Silvio? So, was haben wir denn hier? der Wir haben da dreieinhalb. Silvio, Yes. ist der so groß? Ich weiß gar nicht. Wir haben 33. Wollen wir, können wir? Ja, wir wollen noch. Ich habe doch gestern, Mensch, ich muss mich daran erinnern, ich habe doch gestern mit den Canadiens gespielt. Ich lasse mir doch hier die Butter nicht vom Brot nehmen, vom Eddie hier. So, wo sind wir? 35. Sehr gut. Ja, musst du aber auch gewinnen jetzt. Ja, dann mach dir mal keine Sorgen. 35. Null Hand. Null Hand, aber ich habe schon reingeguckt, verdammte Axt. Nee, du nicht. Der Eddie hat null Hand Ach, gereizt. der Eddie hat null Hand gereizt.
Vielleicht aber auch ein verlecktes Kreuz, wer weiß. Der Eddie hat null Hand gereizt, das ist ja seine Spezialität. Ja. Erste kleine Schwäche, Kreuz Ass gefunden. So, was war das für ein Zirkus beim Reizen, Herr Schäfer? 30 ja, 33 nein. Na komm, wir spielen erstmal einen König. Fastenvoller. Fastenvoller. Ich muss, kann mich schon wieder ohrfeigen, wie ich. Dass du falsch gedrückt hast. Dass ich falsch gedrückt habe. Das muss ich zugeben. Das gebe ich auch direkt zu. Wir werden mal den stechen. Sind schließlich jetzt. Wie ist das? Eine kleine Straße. Nicht farbecht, aber eine kleine Straße. Guck mal, Thomas konnte gar nicht stechen. Schade. Ja. Herz 7. Da kommt Herz. Ja, da kommt ja ein Herz. Ja, ich habe nur mehr Herz. Karo geht jetzt raus. Das ist ja brandheiß, das Spiel. Was ist eigentlich mit Kreuz, Daniel? Was ist eigentlich mit Kreuz? Oh. Weiß ich auch nicht. Karo 10. Haben wir ein bisschen Futter. Ja, ich glaube, das Futter, das müssen wir mal einkassieren. So unfassbar viele volle schwören hier gar nicht mehr in der Walachei rum. Ja, aber ich kann ja nicht eine Lusche drauflegen. Genau, hättest du auch gekonnt, hast aber nicht getan. So, ich glaube, ich muss so vom Stich gehen. Mensch, hast du verdammt viele Karos, das gefällt mir nicht. Tja. Das sage ich ganz ehrlich. Denn dann hat der das Eddie, sind schon 60 jetzt. Ja, der Eddie. Plus, was du jetzt noch gibst. 64. Ja, der war mir zu dünn, den wollte ich nicht weglassen. Scheiße, du hättest Kreuz 10 oben halten, ich Weihnachtsmann. 20 drücken war auch attraktiv. Ich meine 35. Vielleicht kommt er auch einfach mal Pik Ass aus dem Tisch, weil Eddie keinen hat, dann stehe ich andersrum wieder dumm da. Mann, du. Was lade ich mir hier eigentlich für Leute ein? Bin ich denn eigentlich komplett irre oder was? Zahlemann und Söhne, die Bank dankt auch nicht. Daniel, ich muss ja auch ehrlich sein, ich bin ja diesmal auch Hauptschuldiger. Wir haben ihm beide schon einen Gran geschenkt. Ne? Also ich natürlich noch gröber als du, muss man dazu sagen. Aber gut. Ja, deswegen, wenn die Rollen verteilt werden, dann hättest du gesagt, jetzt, wie kommt das eigentlich? Ich zitiere übrigens gestern mal die Kanadier, wenn ihr gegen mich, gegen die anderen spielt, ihr wie Donkeys, ich glaube Donkeys hat er gesagt, und gegen mich spielt ihr wie die Weltmeister. Wie kann man denn so genau hier alles treffen in dem Spiel? Erst das Kreuz Ass, kein Einschub in Karo, kein einziger, und in Pik natürlich, ich weiß nicht, vielleicht wäre es lustig gewesen, wenn ich Pik König gespielt hätte. Aber guck dir doch mal die Vorgehensweise von Thomas an. Der hat allen erzählt, dass er wirklich kurz geglaubt hat, was von Null Hand, und dann hat er ganz klar erkannt, ich muss ein Kreuz abgebrochen haben. So, das ist ja schon mal eine sehr ordentliche Logik dafür, dass wir Blanke Kreuz Dame gespielt. Keine Listen mehr gegeneinander gespielt haben oder so. Und dann Blanke Pik 10 übrigens bei mir, Daniel. Ja, ich hatte halt. Das nutzt ja nichts, du hast Pik Ass ja nicht. 7, 8 Dame, nee. König. Die einzige Unterschied, den ich bei der Drückung jetzt noch. Ich meine, gut, ich kann Karo auch auf die 7 Augen da abschmeißen, das war aber auch Quatsch. Was ich noch hätte anders machen können, wäre jetzt mal Pik König direkt ins Feld zu führen, aber es kann ja auch mal sein, dass die Pik 10 Lusche links steht. Es stand jetzt halt alles für meine Drückung und meine Ideen, stand das gar nicht gut, das Spiel. Man könnte auch sagen, ihr habt es auf den Punkt getroffen. Ja, bedauerlicherweise. Und dann noch Herz Ass wieder hinter mir, wo ich auch nicht rankomme. So, Eddie spielt krank. Jetzt bin ich wieder in dem anderen Spiel noch in der Diskussion. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß wirklich nicht mehr, was los ist. Macht nichts.
wenn Eddie krank spielt, geht wahrscheinlich sowieso nichts, ne? Das ist grundsätzlich immer die richtige Einstellung. Vielleicht macht Karo 10 Schneider frei, wenigstens. Daniel, wenn Daniel du hat hast... kein Bild mehr. Daniel hat kein Bild mehr. Ach, so. Ach, der hat die Karo 10 blank. Ei. Daniel, da hätten wir auch mal Karo 10 blank spielen können, dann wäre die Kreuz 10 mit Schneider frei da gewesen, wenigstens. So. Dann hätte ich keinen Bauern gespielt und Pik unterm Ass zu viert, Thomas. Dürfen wir mal einen ganz kurzen Zwischenstand ziehen, eine kleine Bilanz, also 450, 480 minus 77, jetzt mal einmal Augen zu, Imagination und dann raten, wer könnte welches Ergebnis liegen haben. Da kommt doch keiner drauf, dass ich bei euch Nasenbären bei minus 77 stehe, wie ist denn das nur möglich? Ich glaube, ich habe zu viel mit den Kanadiern gespielt. Redest wahrscheinlich zu viel. Ich rede zu viel, das ist übrigens amtlich, übrigens, daran merkt man es auch, dass ich zu viel rede. Übrigens amtlich. So. Hier. Jetzt werde ich es euch aber zeigen. Schon wieder bedienst. Du bedienst immer Kreuz. Was ist denn jetzt für der Herzkönig schon wieder für eine unsportliche Karte? Oh, Gottes Willen, du. War Pfosten. Pfosten, ja. Du. Das hätte mir jetzt gefehlt. Schon wieder die eine Übergabe und das hätte mir noch gerade gefehlt. Ich habe ja die Lizenz zum Farbwechsel. Ja. Genau. Und ich hau alles rein, was ich habe. Ich wollte... Hat er auch kein Kreuz mehr. Ja, ich weiß. Er drückt doch immer die Kreuz 10. Bla, 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 bla. Ich werde irgendwann... Der reizt ja schon wieder. Ich drücke auch bald mal anders. Da kommt ihr nie drauf. Eddie, wenn du mich immer so versuchst auszurechnen, dann drücke ich jetzt mal beim Echtskat wie beim Ondeux und umgekehrt. Dann wenn du diesen Satz sagst, da kommt ihr nie drauf mit dem Drücken, dann weiß ich sowieso schon immer, das ist alles... Was ist das jetzt? Herzkönig steht drauf. Ja, ich mach's mal ganz anders. Ach, guck mal. Was ist das denn für eine Nummer, Herr Kinbeck? 22 und dann so? Na, dann kommt. Herr Kinbeck ist auch geil. Ja. Mensch, da kann ich ja gerade noch einmal, fast wäre ich da noch rübergekommen. Ja, das ist die englische Aussprache. Kinbeck. Bist du schon mal Herr Kinbeck genannt worden? Nur vom Herrn Seferovic. Nee, das hat auch schon mal ein ostdeutscher Skatspieler zu dir gesagt, da bin ich mir ganz sicher. Der kam nicht. Habe ich vergessen. Sie wollen tanzen. Außerdem gibt es ja kaum ostdeutsche Skatspieler. Jede Menge. Gute. Ja. Und es gibt sogar ein paar Talentierte, ne? Ja, jede Menge. Auch jede Menge. Ich vertraue dir mal. Oh, jedes Mal lässt er mich am Spiel. Hier. So, ja, hier. Verantwortung. Du sollst die Verantwortung übernehmen. Mach ich doch. 8 und 7. Die 6 hattet ihr wohl nicht mehr im Angebot, ne? Hier, also meine Freunde. Also wenn du die jetzt abwirfst, gebe ich einen aus übrigens. Ja, brauchst du nicht. Ich nehme die 9. Ich nehme die 9. Ich werde euch mal... Der Tiefschnitt, Daniel. Der Tiefschnitt plus mit Stich, mit Tempo gewinnen. Da kommt ihr nie drauf. So, jetzt mal Herz weiter. Jetzt will ich mal sehen, was er jetzt macht. Jetzt müssen wir mal gucken, was da in Pik los ist. Aua. So, jetzt müssen wir gucken, was da in Pik los ist. Der Tiefschnitt, also der Tiefschnitt war von Ass König 9. Das nennt man im Fachjargon Tiefstich. Es spricht hier einiges dafür, dass der Thomas noch Kreuz Buben hat. Das heißt, das ist ein 5-A-2-Spiel wahrscheinlich von Daniel. Achso, so viel dürfen wir gar nicht reden, Daniel. Ne? Ich konzentriere mich in diesem Spiel jetzt schon mal lieber wieder auf andere Sachen, die erfreulicher sind. Der Chat freut also sich, wir sind kurz vor 200 Zuschauern und ich kriege gerade die Frage von Heimit. Daniel, frag doch mal den Thomas, ob er das Zitat kennt, dann geht er eben nicht. Das kenne ich. Das erkennt, okay. Und Rasenblitz sagt, wir lassen nichts auf unseren Moderator kommen, seine Kommentare sind das Salz in der Suppe gut. Und dazu, ich glaube, die anderen lassen auch nichts auf mich kommen. So einen willigen Zahlmeister haben sie schließlich auch lange nicht bei dem Tarif gesehen, ne? So, was ist denn jetzt hier los? Kreuz Ass. Ich glaube, das ist schon viel zu spät. Ach, da kann ich mal was reinlegen. Na, dann nehme ich ja mit. Pik König jetzt als Bluff. Pik König als Zwischenbluff? Nee, ich spiele Karo Bauern erst. Scheiße. Ja. Ich kann ja nicht den Kreuz durchstechen. Ich habe den Verfluch. Also wenn du die gestochen hättest, dann hätte ich auch mich gefragt, ob das jetzt das Richtige gewesen ist. So, soll ich nochmal die Klingel? Du musst ja auch kein,
Du musst ja kein Kreuz spielen, übrigens, ja. Nee, ich hatte beide Asse zu dritt. Ich kann auch einen Ass unten durchspielen. Das wäre eigentlich sicher, aber ich dachte, wenn du mich immer dran lässt, dann spiele ich jetzt einfach auch mal einen Ass, wird schon gut gehen. Irgendwie. Ja, nicht. Ich meine, Nachkreuz Ass war ja okay, aber dann kannst du ja Karo spielen, dann kann ich ja nichts falsch machen. Also ich hoffe, dass keine Beschwerde kommt, wegen Abreizens, dann würde ich zu Protokoll geben, es war Passe, ne? Ja, beim nächsten müssen wir drüber nachdenken. Daniel? Ja, bitte? Diesmal ist nicht Passe, du hast 18. Ja, ich habe 18 gewählt. Okay, du bereitest mich schon wieder auf das Schlimmste vor. Ich nehme das, ich werde es mit Fassung tragen. Ich werde den Ausgang akzeptieren, was immer jetzt passiert. Ja. Faultier schreibt gerade, wenn es so weitergeht, genügen die 150 Euro nicht. Hey, die 150 waren nur das Abreizgeld. Dass ich sonst vielleicht nochmal nachlegen muss, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. So, was haben wir denn jetzt hier? 15-0, so, bitteschön. Dankeschön. Ich habe nicht die Lizenz zum Farbwechsel, oder ich glaube, die Lizenz zum Farbwechsel haben viele Spieler. Ich zum Beispiel habe sogar die Lizenz zum Schnippeln auf den eigenen Mann, auch wenn ich sie nur sehr punktuell einsetze. So, was haben wir denn hier? 15 und 14. Na gut, machen wir nochmal. Chat vor oder was? Thomas stottert schon wieder. Oh Gott, was ist das schon wieder für ein Spiel, Daniel? Ja, meine Verbindung hängt. Was ist das schon wieder für ein Spiel, Herr Schäfer? Du, ich habe doch schon reichlich gefischt. Ich habe doch schon... Du hast schon eine Menge gefischt. Siehste, da kann ich doch ganz zufrieden sein. Die Vollen stehen aktuell, glaube ich, 2-2, oder? Korrekt. Thomas hat Pik Ass und 10. Schlachtfest, ja, ich glaube beim Schlachtfest, ja. Das ist nicht ganz unsauber beschrieben. Ich fürchte... Wenn du nach 17 Spielen beim Schlachtfest nicht weißt, wer der Schlechter und wer das Schweinchen ist, dann bist du selber das Schweinchen. Verdammt. Ich weiß, dass ich das Schweinchen bin. Was ist denn hier jetzt los? Oh, sie spielen Trumpf mit mir. Trumpf steht ja besser. Trumpf ist Seele vom Spiel. Guck mal, hier war doch gar nichts los. Die haben mich geblufft. Das stand plötzlich die Karte mal glatt, unerwarteterweise. Die Karte stand komplett glatt, ja. So, minus 37 oder geht ja noch was? Ich muss nur jetzt reizen. Ich muss ranrobben. Es geht nur so. Da lag aber auch wieder Premium drin, wa? Leute, merkt euch das mal. Wenn man gegen gewisse Leute liegt dann auch irgendwie immer Premium drin. Öfters als gegen andere Leute. Gleich mal null Augen gestochen, jetzt bin ich auf Kurs. Wir gucken, in welche Richtung wir segeln. Ja, gucken wir mal, was in Peak los ist. Gucken wir, was in Peak los ist. Peak, ja, was ist denn in Peak los? Wieso spielst du denn nicht nochmal Karo, Mensch, Thomas? Mann hat ja die Lizenz. Verdammt. Ich hab's jetzt ganz vergessen. Ich hatte ja Karo gespielt eben. Ach. Die Lizenz zum Farbwechsel. Ja, ich habe die Lizenz für ein Dämchen. Nein. Doch. Dachtest du, ich spiele jetzt Trumpfabzug oder was? Ich dachte, du hast jetzt mehr Trümpfe als ich, dachte ich wirklich. Mhm. Das war wahrscheinlich wieder ein sehr dusseliger Kommentar, aber den konnte ich mir jetzt auch nicht verkneifen. So, Herzkönig, Herz 2-2. Scheiße. Ganz knapp daneben. Fast getroffen. Skatakademie hat noch einen Pik und zwei Trumpf. Ich hatte Kreuz Jung, ne? Ich denke, ich habe Rest, aber ich denke, dass... Nein, er hat noch ein Karo. Wie ist denn sowas so wieder nur möglich? Was ist denn da passiert jetzt? Ja. Der muss doch noch Buch haben, der Akademie Skat. Was ist denn jetzt mit Pik Ass eigentlich? Was ist denn mit Pik Ass? Jetzt wirft sich schon Asse weg, Daniel. Also, 15 mehr hätten mir aber auch nicht gereicht. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht so dramatisch, dass also ich da... Schneiderfrei hast alles geschafft, was zu beschaffen war. Also ihr kriegt am Ende, wenn ich hier halbnackig stehe und nur noch ein halbes zerrissenes Hemd anhabe, dann betraue ich euch mit der Aufgabe, dieses Video euch auch anzuschauen, damit ihr mal sehen könnt, was ihr mir hier angetan habt. Immer bei Passe, ist ja unverschämt. Nicht laufen kann.
Schalke, ja, Schalke, hast du eine Connection zum verspielten Gnu? Wie heißt sie nochmal, die Streamerin? Saftiges Gnu? Mann, bring mir die Connection. Ich will doch nicht einfach bei fremden großen Streamern anrufen. Aber wenn du mir eine Telefonnummer besorgst, dann rufe ich vielleicht doch mal an und sage, hallo, saftiges Gnu, wir spielen hier das brutalste Spiel. Wenn du dich traust, dann bitteschön. So, was haben wir jetzt? Eddie spielt einen Pik. Zack. Ab 22.47 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. So, das ist nur, damit mal alle Bescheid wissen. Aha. Brandheiß. Ah, Moment mal, Bodo. Ja, Moment mal, Bodo. Okay. Moment mal, Bodo. Das sieht gar nicht so gut aus, ne? Naja. Oh, doch, das sieht doch gut aus. Hier ist wieder hier. Da ist wieder Kreuz Ass. Das, ja. Das Kreuz Essli ist wieder. Da hätte ich übrigens gerade ein Spiel verloren, und da, wenn das so gewesen wäre, da hätte man einen Schiedsrichter holen müssen. Weil noch nie einen Siebentrümpfer mit Seitenass verloren hast. Karo Ass. Ja, Karo Ass nutzt ja jetzt nichts mehr. Karo Ass reicht nicht. Mann. Okay, vorhin habe ich einen Zwischenstand gezogen, eine Bilanz, da hatte ich das Gefühl, es lief schlecht. 400 gegen 70. Okay, inzwischen würde ich sagen, Mensch, da lag ich aber noch gut im Rennen, wa? So. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Passe beim Manasse. Sackel-Zement. Daniel gegen Sadie und Zyni. Ihr könnt raten, wen er meint. Daywalker, gut Blatt, ihr drei Granaten. Ja, ein Blindgänger dabei, aber danke, Daywalker. So, wir nehmen mal mit und bringen Pik. Ich habe doch gedacht, irgendwann muss doch Thomas auch mal aufwachen da aus der Schockstarre und auch mal mit mir zusammen was reißen. Na, das war's schon wieder, wa? Ah. Ja. Ihr seid ja schon raus, ne? 32 oder was? Ja, wir sind raus, deswegen. Ja, okay. Wollte ich dir kein Bild mehr geben. Ja, 35, Gott. 18 unter Freunden. Unter Freunden gepasst, Daniel. Da siehst du. Ich will dich ja nicht heben über irgendwelche Spiele. Siehst du? Hätte ich 22 gereizt, hätte sie wieder geschimpft mit mir vielleicht. Oder so. Ja. Treffer. Treffer versenkt. Ich gehe jetzt aufs Ganze. Normal muss man ja auch auf. Ja, ich glaube, das. Normal muss man ja hier auf. Und dreimal Peak dazu. Ja. Yes. Schwarz wie eure Seelen sollt ihr sein. Wow. Und ja, den. Daniel, jedes zweite darf es ja gewinnen. Ja. Jetzt hole ich nochmal zum Endspurt, zum Hattrick. Na, scheiße, du. Der Hattrick ist aber schon am ersten Drittel wieder krepiert hier. Mann. So, Pech. Hakim schreibt, ich wollte immer, wenn Eddie ein Spiel dreht, einen Schnaps trinken, aber es hält meine Leber nicht mehr aus. Ja, die Erfahrung haben einige andere haben die Erfahrung auch gemacht, die haben das aber schon ausprobiert und sind ziemlich weit gekommen. So, das Academy spielt schon wieder hier. What was with Kreuz? Thomas geht immer dahin, wo es weh tut. Mann. Ja, muss sein. Lass Eddie, alles für dich, alles für dich. Ja, komm her. Ich glaube, wir haben neue Ziele gesetzt und erreicht.
Oh, Karo 10 blank. Dann ist der Rest bei mir. Ich habe wirklich nur noch Spotcards. Luschen. Die große Oberlusche. So. Na, komm. 23. Spiel. Es ist ja wirklich spannend, muss man sagen. Anders, als ich es mir vielleicht erhofft oder vorgestellt habe, aber es ist ja immer noch Spannung drin. 15 Punkte Vorsprung für Thomas vor dem letzten Spiel. Moni, willst du einmal irgendwie auch irgendwie noch ein bisschen die Daumen drücken? Ich mach mal hier den hier. Jetzt geht's rund. Und für Daniel, mich, du könntest noch den Satz mit 6-4 gewinnen, wenn du jetzt nur eins machst. Thomas, genau das habe ich auch gedacht. Ich könnte den Satz jetzt mit 6-4 gewinnen und ich fürchte, ich werde den Satz mit 6-4 gewinnen. Das ist vielleicht nicht die beste Nachricht für Eddie, aber ja, da sind doch die Karten, mit denen ich spielen kann. Wo wart ihr denn so lange, meine Freunde? Die kann ich. Jetzt lass mich der Sache mal kurz ein bisschen Luft zum Atmen geben. Deine Freunde, deine vier Freunde da. Vielleicht kriege ich das ja hin, den auch noch an die Wand zu ballern. Sind deine vier Freunde da? Meine vier Freunde sind hier bei mir. Nee, ich glaube, ich schaue mal rein erstmal. Ja, jetzt, das hätte ich natürlich mir auch sparen können. Die Sache hat sich nicht geändert. Ich glaube, ich will den Satz mit aller Kraft gewinnen. Und deswegen. Hast du auch vier Freunde abgekriegt? Also ich habe übrigens keine vier Freunde abbekommen, ne? Ich auch nicht. Naja, doch, oder? Nee, war das. Nee. Hör mal, machen wir denn hier Redeskart oder was? Ihr gebt euch doch schon wieder Tipps. Ihr gebt euch doch schon wieder Hinweise. Mann. Keine vier Asse, keine vier Damen, keine vier Könige, keine vier Achten. Doch, Gran. Das ist jetzt ein bisschen viel verraten. So, okay. Jetzt ist wirklich alles verraten. Also wenn ihr es jetzt nicht schafft, dann habt ihr es auch nicht verdient. So, den nehmen wir erstmal. Eddie, du hast ja 75% Chance, so eine Ass zu treffen. Ja, das kann ich nicht mehr ausrechnen. Aber trotzdem danke für die Info. Ey, jedes Mal ist es so, dass ich dranbleibe. Das ist wirklich zum... Ah, mach doch nichts. Ich habe doch 4 Spiele verloren. Drang, so schlimm kann das doch nun gar nicht gewesen sein. Was ist denn das für ein Drang überhaupt? Was ist denn das für ein Drang? Also als Sieger werdet ihr nicht mehr durchs Ziel gehen. So viel verrate ich jetzt schon mal. Dann kann ich auch Karo Dame spielen. Und jetzt werdet ihr auch... Schneiderfrei ist auch amtlich. Oh, das war der Maximumzug Karo Dame gerade. Gewinnen können wir wirklich nicht mehr. Da kann ich ja Herz Ass spielen. Ja. Na dann, jetzt vielleicht wirfst du dann ja nochmal ab. Ihr habt zu... Guck mal, 111. Yes. Ich gebe einen aus. Alle bitte jetzt mal... Also, wenn ihr schon nicht auf Eddies... Gegenspiel fallen trinken wollt, dann trinkt bitte jetzt einmal mit mir auf 111. Hoch die Tassen. Ja. Und ich, meine Herren, ich fordere eine Revanche. Ja. Das habe ich befürchtet. Ja. soll ich mal einen Tisch aufmachen? Was haben wir gespielt? 24, 10 für 2, ne? So. Why so serious? Ja, frage ich mich nämlich auch. Why so serious? Oh. Wir würden jederzeit mit dir... Da war ich zu spät. Wir würden jederzeit... Why so serious? No offense. Wir sind leider verabredet. Aber den Nickname finde ich übrigens auch... über den freue ich mich jedes Mal. Was ist jetzt passiert? Scheiße, ich habe aus Versehen die falsche Dings gedrückt. Verlassen. Gut Splättle. So, Madoni Goldberg sagt, wenn ich jetzt 112 schafft, dann trinkt er mit. Das schaffe ich jetzt. 112 ist, also da hat jemand wieder, also ich weiß auch nicht. Also Daniel, ich glaube, du hattest wirklich Pech eben. So schlecht spielst du gar nicht. Nee. Na, ich will euch, ihr kleinen Gartenzwerge, ich möchte euch mal sehen, wenn ihr hier auch noch die Show gleichzeitig ankurbeln wollt. Mit der einen ich habe ja nur die Anfangsschwächen von euch ausgenutzt, als ihr noch nicht wach wart, habe mal ein paar Kranks durchgezogen. 1-0 für die Skatakademie. Also da könnt ihr durchaus, das kann man sagen, da könnt ihr zum Thomas ruhig mal ins Seminar gehen. Es ist allerdings, es ist leichter zu sehen als nachzumachen, ist immer die Erfahrung. Ne? So, aber davon jetzt abgesehen,
gehen wir. Zwei Reizungen ist ja übrigens wieder brandgefährlich. Wir machen deswegen nur ein Karo. Ein was? Karolin. Ja, Daniel, manchmal sind die Kranks einfacher als die Farbspieler. Ja, das stimmt. Das ist, ich lasse das jetzt mal auf mich. Ich lasse diesen ersten kleinen Hinweis schon mal hier auf mich wirken. Ich nehme mir schon mal wieder ein Stück Schokolade, damit ich noch was Süßes jetzt auch zu lachen habe. Nein, ich glaube an dich. Das wird, diesmal geht's gut. Dann wollen wir erstmal 11 Augen hier verhaften. Darf schon 14 zählen. Was hast du denn gedrückt? Ah, doch, so viel Trumpf. Hört, hört, hört. Du redest, aber du hast dich gut an unseren Modus schon angepasst. Ja, ja. Ja, der Eddie macht das sogar im Finale einer Obermeisterschaft, ja. Da habe ich leider ein Spiel gemacht und dann sagt er mitten im Spiel, es kann ja nur so gehen, als er eine Karte legt. Und der Weltmeister, Herr Neumann, der sagt dann, nee, das geht nicht. Ja, aber ich wusste ja, dass ich gewinne, dann habe ich es auch zu Ende gespielt. Asse werde ich mal stechen. Mein schönes Ass. Du kriegst eine 10 als Kompensation. Ist das denn mit Peak? Das hat man noch gar nicht. So, Rest für uns. Ach, hast du noch Trumpf. So. Ah! Schon wieder eine Schnapszahl. Mann, jetzt hat er aber Lauf. Hätte ich mal mein Herz ohne 5 durchgezogen gerade. Ja, hättest du mal. Dann wüssten wir. Jetzt da lag wieder, Trumpf 7 im Skat. Dann wüssten wir jetzt schon wieder mehr. Mhm. Karo König. Dann, wie sieht's aus? Hast du gedrückt? Nee. Uiui, 15. Jetzt müssen wir mal zählen jetzt langsam. Bei 47 kann man ja mal eine Dame spielen. Daniel, wenn ich jetzt sagen würde, von diesem Moment an ist es egal, was du tun wirst. Ja, wird untergehen. Wäre das Kartenverrat? Ja, du beweist damit, dass du Übersicht hast und neben noch ein paar volle. Und ich würde sagen, Thomas, könnte sein, dass Thomas gar kein Bild mehr in der Hand hat übrigens. Ist nicht ausgeschlossen, dass das so ist. Das höre ich gerne. Dann entscheide dich mal jetzt, bitte. Ich brauche mich ja nicht entscheiden. Da, la, 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 la. Das wären ja auch schon genug. Genau. Also gegen euch kriege ich es einfach nicht hin. Jetzt habe ich den mal schön mit 2 bestellten Zehnern. Das war übrigens genau wie die, ne? Schenken, aber ne? Da kommt natürlich, du musst ich aber mit Karo 10 drauf, hätte mir auch nichts genützt. Es war einfach wieder 3 Bauern und ein Rotzspiel. Die Findung war keine Verstärkung. Na gut, wir sind aber wir sind ganz knapp nur hinten. Verhältnismäßig ist noch gar nichts passiert. Oh, 18, 15. Es wäre wirklich mal schön, so eine Liste komplett ohne Fehler zu spielen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Bist du noch da, Daniel? Ja, ich bin noch da. Hast du so lange überlegt, ob du Thomas jetzt hängen lässt? Das finde ich beeindruckend. Es ist ja es ist ein Geben und ein Nehmen. Ne? Man weiß nicht, was gespielt wird. Man weiß nicht, wer das bessere Spiel hat. Ich habe einfach mal drüber nachgedacht. Das ist ja hoffentlich noch genehmigt. Ja. Ne? So, jetzt habe ich übrigens, ich lese ein bisschen den Chat. Ich habe einen Schluck getrunken. Nicht, dass du glaubst, ich brauche hier irgendwie 8 Minuten, um die erste Karte auszuwählen. Ah, so. Was wird gespielt? Karo ist Trumpf. So, alles klar. Mir wird hier empfohlen, ein bisschen mehr Mauern. Okay, ein bisschen mehr Mauern. 3 Augen haben wir schon mal. 3 Augen haben wir schon mal. Machen wir mal was anderes hier. Guck mal, wieder 3 Augen. Immer ein Dämchen. Wäre doch ein Wunder, wenn man nicht ein Dämchen kriegt. König sogar direkt. Ja. Dann hätte ich das Ass ja vorher ziehen müssen. Das hatte ich befürchtet irgendwie so ein bisschen. Wenn du das Ass vorgezogen hättest, hättest du ein bisschen mehr bekommen. Ja. Du wirst dir schon Gedanken gemacht haben, ne?
Nee, eigentlich nicht. Ich war wieder geschockt von den 5 Trumpf. Du bist aber auch ein bisschen dicht am wie nennt man das gebaut? 5 Trumpf ist doch eigentlich hier der Standard am Tisch. Also das ist schon Hammer. Hast du halt auch mal ein gutes Spiel verloren. Wer auf Eddie jetzt wieder einen Schnaps trinken muss, bitte, jetzt geht's es wieder. Jetzt war es wieder soweit. Wesley Crusher, thank you, ich hatte ja schon die 6 Trumpf und die 2 Asse dabei und eine 10 zum Drücken und 2 da schon drin. Respekt. Was denn jetzt passiert? Eddie hat ein Spiel gemacht, genommen. Wie kann man jetzt gegen eine 20er Reizung Bauer Ass finden? Das war überhaupt nicht einkalkuliert. Oh Gott. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Ja, wolltest du null spielen oder was? Unser eigentlicher Partner Martin würde jetzt sagen, was sagt er immer, Daniel? Der sagt immer irgend so was wie, er hatte verschiedene Optionen oder so. Ne? So, was machen wir jetzt mit der Karte? Bauer Ass gefunden und immer noch keine Ahnung, wie es weitergeht. Na komm. Bauer Ass gefunden, Mensch. Einige haben aber auch wirklich immer Glück beim Skat, ne? Alle Vögel sind schon da. So. Mensch, endlich mal Ruhe hier. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist überhaupt kein gutes Zeichen. Ja, wenn Eddie ruhig ist, muss er nachdenken. Das stimmt mich auch positiv. Sir Tobi, genauso ist es. Ted Gerover, ja, weil ich Angst hatte. Deswegen, hier kommen die Fragen, warum machst du nicht dies, warum machst du nicht das? Ja, Angst fraßen Seele auf. Gut, wir wollen hier mal Eddie nachdenken lassen. Ja. Löhrich, die Frage, die sparen wir uns mal auf, wenn wir hier ein bisschen eingespielt sind. Ne? Nicht gleich in der ersten Session, solche intimen Fragen. Medoni Goldberg, komplizierter als 3D-Schach. Was ist denn bitte 3D-Schach? Ach, ist das dieses Ding, was die bei Big Bang Theory spielen, so mit mehreren Ebenen noch? Ja, Skat stellt ganz andere Herausforderungen. Aha, jetzt bin ich ja plötzlich dran. Jetzt muss ich hier wieder das Denkorgan anwerfen. Ich glaube, wir spielen mal Herz. Guck mal, Herz Ass war vielleicht gar nicht so dumm, wie es im... Thomas, noch ein Trumpf-10-Stich vom Eddie. Das war's? Ja, der Daniel hat den Weg nicht gefunden. Das war doch welcher Herzbild muss er spielen? Karo 10 jetzt oder was? Ist es Karo 10? Ich bin Karo frei. Es könnte auch Pik 10 sein, weil ich weiß nicht, eine Lusche hat er dann gedrückt, aber ich wusste natürlich nicht zwingend, dass du jetzt, die Trumpfkonstellation. Die 20er Reizung war vor allen Dingen auch aus dem Karo. Schon wieder kein Karo. Kein Karo. Karo 10, Karo Ass, Abstich, Trumpf König und dann. Kommt noch Karo Bauer. Pik 10. Du hast von Dame Lusche ausgespielt, um Gottes Willen. Ja. Ja. Ja, das muss ja nichts, wenn ich. Ich denke natürlich, Pik muss blank sein, dann kannst du gar nicht Karo frei sein. Schade, Daniel, du Weihnachtsmann.
Ich habe ja lange, ich habe ja schon ein bisschen überlegt mit Pik Dame, aber ich kann auch Herz Ass Schmierung, Herz 10 König Dame 7, nutzt ja nichts, die jetzt ein Herz von ihr aufzumachen. Ich glaube, ich habe mit der Karte auch noch nie Kreuz gespielt, aber irgendwie habe ich gerade. Der Chat schreibt es auch, sorry, war schwach. Ich nehme die Schuld komplett auf mich, das war so trumpfstark, konntest du an sich nicht sein. Es hätte jetzt vier Pik dabei noch schleppt. Ja, das aber jetzt nochmal langsam. Ich muss Karo 10 spielen. Hm? Ihr habt 22 zu liegen, du spielst Karo 10, Karo Ass, Trumpf König 47 und dann kannst du noch 12, eine 10 auf seinen Bauern mit meiner Lusche für 59 laden. Das ist alles, ich habe doch schon den Weg, wenn du Pik 10 jetzt spielst, gerechnet. Das ist genau derselbe, ihr kriegt nur 59, also ihr braucht da nicht zu ärgern. Alles gut, Daniel. Ja, Mensch, worüber reden wir denn hier? Und ich habe ganz entspannt bleiben. Ganz entspannt. Du, ich habe es einfach aus dem Bauchgefühl, habe ich 59 erschätzt und dann gedacht, das reicht ja nicht, dann müssen wir anders. Okay. Also, fast schwach. Vielleicht habe ich es nicht korrekt gezählt, aber halb schwach. Mensch, jetzt geht Eddie wieder steil. 59, naja gut, okay. Dann hätte 31 ist ja genauso viel wert. Dann finde ich Herz wieder gar nicht so schlecht, weil das hat auch wunderbar jetzt die Linien geöffnet, die Reihen geklärt. Du musstest nur ein bisschen mehr Trumpfstärke mitbringen, mein Freund. So. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Ich habe jetzt nicht so viel Siegchancen hier. Nee, ich habe. Ja, der Sang wäre auch schneller gewesen, wahrscheinlich. Jetzt richtig gut getroffen hätte, kann man auch wieder nicht sagen. Herz, Dame, König gedrückt war klar. Ich hatte natürlich gehofft, dass er noch zwei Karos hat. Er hat nur ein Karo. Okay. Also sagen wir mal so: Ich hätte auch Herz, Dame und Karo, Herz, König und Karo, König drücken können. Ich muss noch mal ein bisschen Zielwasser trinken. Ich muss ja immer, ich weiß auch nicht. Ich nehme noch mal ein Stück Schokolade, das hilft ja meistens in vielen Situationen. So, Thomas wirkt sehr ruhig und überlegt. Sarah, genau das ist eine Erkenntnis. Ja, die haben schon ganz andere übrigens auch gemacht. Das ist quasi, sorry, das sollte jetzt nicht komisch rüberkommen. Das ist sein Markenzeichen. So, andere sagen hier, schlecht gespielt, Maschine, bla, 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 alles klar, gut. Aber eins kann ich nur sagen, Skat ist übrigens ein Spiel, weil man nie immer alle Züge perfekt trifft, wird man immer mal verdächtig sein, schlecht gespielt zu haben. Deswegen sitzen wir montagabends online und spielen Skat miteinander, weil wir die Züge nicht immer perfekt spielen, siehst du? Naja, man versucht es halt, aber es gibt auch Situationen, da sieht man einfach dämlich aus. Das akzeptiere ich gerne, aber... Darf ich jetzt mal eine kurze Frage stellen, ja, Daniel? Frag mal bitte. Gehst du jetzt schon auf Zeit oder was machst du? Nee, ich habe mein Stück Schokolade in der Hand, also... Und würfelst welche Farbe du ausspielst? Es wird jetzt was Gutes passieren, gleich, wenn ich dieses Stück Schokolade vernasche, aber jetzt, ich bin am Überlegen, in der Tat, wie ich dieses Spiel eröffne. Du wirst es nicht fassen, ich habe wieder diese Möglichkeiten, diese ganzen. Wie Mon Deux? Ich werde mal Karo 9 spielen. Jetzt ist die Karo 9 gefallen. Du hast so viel Möglichkeiten. Hat Eddie zum Nachdenken gebracht. Nö. Guck mal an, was wir da. Aber es sitzt, guck mal hier, da kommen wieder die Bilder rausgehüpft, du als. Da hast du ja wieder die längste Farbe aufgemacht. Der hatte Optionen. Du hast ihm nicht zugehört. Guck mal, jetzt sind wir sind jetzt drei Stiche weiter und jetzt gehe ich wieder in den Bunker. Ins Büro. Jetzt hat er eine Option weniger. Zwei, wenn man konkret ist. Wenn man ganz genau ist. Und wenn du das Herz Ass auch noch mitzählst, wir ja wissen, Herz Ass ist auch mal eine valide Trumpferöffnung, dann sind es jetzt sogar schon drei weniger. So, was machen wir denn jetzt? Ja, ich meinte ja jetzt von den Farben her. So, wenn wir mal einen ins Geschäft, ins Business investieren. Du musst investieren, um Return zu bekommen. Zack, ja. Ja, was ist denn hier passiert überhaupt?
Das ist ja, aus dem Scheißhaus ist ja fast schon ein Hotel geworden gerade. Rumpf kann nicht verkehrt sein, auf jeden Fall. Oh, jetzt steht Pik auch noch 3-2, weil Daniel hat ja noch einen Trumpf und Kreuz habe ich zwei Luschen gedrückt, wenn ich mich nicht irre. Da irrst du dich. Da irre ich mich, ne? Okay. Ich glaube trotz letzter Stich nochmal gucken. Ich glaube an mich, Thomas. Ich glaube nicht an dich. Okay, das ist gut. Dann spiel was anderes als Pik. Ja, dann spiel was anderes als ja. Guck mal. Ihr seid auf Stich gekommen, Daniel. 10 ja. Punkte extra beim Klammern. Ich wusste, ich habe 4 Trumpf und 3 Zwillinge. Es war klar, wenn Kreuz erst 10, ich ja. habe ja auch keine. Ich hatte die einzige Option, warum ich jetzt erstmal nicht Kreuz direkt aufgeschlagen habe, weil ich gehofft habe, dass es vielleicht nur ein 4-Trümpfer ist. Dann wollte ich. Aber du hast jetzt Kreuz-Junge. Ach nee, Pik-Junge hast du gehabt. Pik-Junge, Kreuz-Ass, 10, Herz-Ass und hast keine 18 gehalten. Wollte ich gerade fragen. Ist ja kein Spiel. Also ganz ehrlich, mit Karo 9 Dame und Pik 7 König an der Seite fand ich das jetzt noch nicht super überzeugend. Ja, aber du reizt ja immer mal eine Stufe höher heute irgendwie. Ja, so. Gestern habe ich eine Stufe höher, heute wollte ich eigentlich eine weniger, aber diesen genialen Plan, den habe ich sehr früh beerdigt. Ich weiß gar nicht warum. Wie habt ihr mich dazu gebracht, diesen Plan so früh zu beerdigen? Das wäre vielleicht nicht der schlechteste Plan gewesen. Also hoch hast du doch gar nicht gereizt. Vorher. Aber ich habe allerdings auch viele Spiele bei 18 oder bei Passe-Passe bekommen. Das stimmt allerdings auch. Ach du Scheiße. Der One-Eye-Jack-Jack kommt auf den Tisch und sondiert die Lage. Ja, jetzt bin ich ja raus. Jetzt kann ich ja gucken, ob die Bauern kommen. Ja, ja. Ist klar, ne? Komm, fix mal eine Schmierung. Ich muss ja sowieso voll geben. Ja. Der Eddie, du. Die Wimmelfinte, wenn die. Kreuz Dame reinlegen, Thomas. Kreuz Dame. Das macht Spaß, wenn so eine Wimmel. Ich habe den Kreuz Drilling zu trennen. Ich glaube, es gibt nicht mehr, wa? Kann das sein? Nee. Daniel hat wahrscheinlich eh keinen vollen mehr, oder? So vom Gefühl her? Nee, wäre sowieso schneller gewesen. Ja. So, das war jetzt ein kleiner Hattrick und jetzt geht es erst richtig los, was? Thomas? Hattrick, 4 Spiele waren es schon. Ja, Spiel 4 bis 6 war der Hattrick, ne, der sogenannte Lewandowski, und dann hat er aber erst Blut geleckt. Jetzt geht es erst richtig los, die Fahrt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, Thomas, ich sage das jetzt nur, weil sonst ist... Ja, ich gewinne jetzt auch mein erstes Spiel gleich. Daniel, ja. Wieso passt du so schnell? Du nimmst mir jegliche Hoffnung im Gegenspiel schon wieder. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Immer erst im 9. Stich. Und Thomas ist schon zuversichtlich. Er gewinnt jetzt sein erstes Spiel. Was für dich also ja schlecht ist, weil der gleicht dann dein Ergebnis auch aus zum 1-1. Ja gut, man muss gönne. Ach du Scheiße, man darf nicht mal ja, was nicht gönnen. Guck dir das mal an, wie freundlich Thomas ist. Der quält uns nicht 9 Stiche lang, der lässt nee. Uns. Komm mal her, den tauchen wir ab. Ja, hätten wir auch 3. Ich traue euch zu, dass ihr den Stich findet, deswegen kürze ich das ab. So, es ist gerade ein gutes Päckchen. Ich werde mich jetzt auch nochmal bemühen. Ah. Monika! Monika, kannst du bitte jetzt auch mal wieder für mich die Daumen drücken? Die 150 Euro waren Betspielgeld. Das schöne Geld. Aber dann kommen auch wieder die guten Nachrichten. Es ist ja gar nicht weg. Es hat dann nur ein anderer. Na dann. Frag mal die Aktionäre von Wirecard. Wo die 2,5 Milliarden geblieben sind. Nee, ja, wie viel war. Das stimmt. Es ist doch gar nicht weg, das Geld. Das hat jetzt nur ein anderer. Das ist nur ein anderer. So, Eddie, ist das ein Trick? Oder soll ich kein Trick. Na gut. Thomas vertraut mir. So, jetzt möchte ich euch auch noch mal einen vorlesen. Der gefällt mir richtig gut. Den finde ich schon lustig. Heimitsch schreibt gerade, Daniel bekommt für die heutige Leistung den Friedensnobelpreis. Sehr geil. In einer Reihe mit Barack Obama und Donald Trump, ne? Obwohl der ist noch nicht vorgeschlagen. Medoni fragt, wofür steht der Name VfL? Ich glaube, das war, darf ich gucken, während Eddie, willst du mal eben?
VfL, genau, das war mal ursprünglich. Osnabrück. Ich spielte damals Tischtennis und dann bekam ich Besuch von einem Skat-Freund aus dem Osten und der meinte, ich müsste jetzt bei Euroskat irgendwie spielen und dann, habe ich mich dann irgendwann, glaube ich, im zweiten oder dritten Account hieß ich dann VfL aufgrund dessen. Das hat tatsächlich gar nichts mit dem Fußballverein zu tun, sondern war einfach nur mein Tischtennisverein. Ja, ich wusste doch, dass es nochmal schneller freigeht hier. Ja, bei meinen Spielen ist das meistens so, Thomas. Ach, das ist genau das Richtige. Eine große Fresse haben und dann für Passe. Aber ich habe ja nur gesagt, bei meinen Spielen geht es meistens darum, aus dem Schneider zu kommen. Ja, da wollte ich doch sagen, dann tanz doch mal hier mit uns. Ich feuer dich auch an. Kannst du auch mal mit uns tanzen hier. Eddie, kann ich schmieren? Natürlich, natürlich. Der Mann, der schon den Friedensnobelpreis für seine Skatleistung bekommt, legt als erstes Kreuz 7. So. Das heißt, du hast sogar eine volle, wenn du fragst, ob du schmieren kannst. Ne? Das war kein Bluff von dir. Ja, vielleicht sogar. Also ich habe eine Zählkarte mindestens. Ich habe mindestens eine Zählkarte. Schalki, natürlich war ich weg. Hast du doch gesehen. Ihr gebt mir ja auch unter. Also ich habe manchmal das Gefühl hier, der Chat gibt mir auch, der versucht mich in unterschiedliche Richtungen zu drängen. Die einen wollen, dass ich richtig tight bin und die anderen wollen, dass ich 20 mehr reize. Ich muss mich doch irgendwie entscheiden hier. Habe ich nicht heute genug gelitten. So. Karo Lusche. Danke, Quantus, für den Tipp. Retratio, ich bin überhaupt nicht traurig, nicht im Ansatz. Ich freue mich über die rege Beteiligung. Und jetzt heißt es wieder Houston, we are in trouble. Houston, we are in trouble. Oh, oh. Thomas, was soll ich sagen? Da hast du mir aber den schwarzen Peter, den hast du mir jetzt hier aber in die Hand gegeben. Was mache ich denn mit dem Ding jetzt, du Scheiße, ich will ja jetzt nicht zu viel sprechen. Ja, sprich mal nicht. Lass mich das mal ausbaldowern hier. Ich darf ja auch nicht zu viel sprechen, aber lass mich das mal ausbaldowern. Ich muss jetzt ich habe eine ganz schwere Entscheidung. So viel verrate ich mal, warte mal eben. Ja, das ist mir schon klar. Das Schöne ist, ich habe keine schwere Entscheidung. Nee, du, ich habe das, also, es wird mich wundern, wenn du jetzt noch Probleme ich hättest. Ich sitze aber hinter Daniel. Naja, du sitzt hinter ich mir. Ich kann darauf reagieren. Naja, aber nur, wenn du reagieren kannst. Ja, lass mich da durchdenken. Was hat er denn gedrückt? Da komm her, jetzt. Ja, so schwer konnte das eigentlich nicht sein, oder? Ja. Ja, guck mal, er hat ja keine Zehn gedrückt. Das lässt er jetzt Herz-Zehn nicht oben. Ja. Ja, fürs Herz-Ass gab es jetzt keinen anderen Weg, aber naja. Weiter geht's. Schöner Zug auf jeden Fall von Thomas. Sehr schöner Zug.
das Spiel verliert man halt nur gegen gute Skatspieler in dem Finale. Und das Schlimme war, Thomas hat noch eine Pik-Lusche, die ich kriegen kann, wenn ich jetzt tauche mit Trumpfkönig, aber das bringt mich auch nicht so richtig weiter. Gut, ich musste, also diese Pille musste ich erstmal schlucken, dass du tatsächlich jetzt aus dem Zwilling das Ass vorgezogen hast und dann den anderen Blanken. Also schöner Bluff, aber nicht mit Thomas. Ja, aber Thomas hat ihn ja enttarnt. Thomas hat den Bluff enttarnt und hat mich Chancen. Du konntest doch jetzt gar nichts mehr machen, außer Herz Ass reinschieben. Weil alles ja, andere, natürlich. Man muss ja trotzdem überlegen. Du bist doch auch noch drauf gekommen. Ja. Man muss doch einfach überlegen, wie dämlich das aussieht, wenn du dann stichst und dann Herz 10 noch ziehst oder so eine Scheiße. Oder Herz, es ist ja alles, da können ja Sachen passieren, die will kein Skatspieler. Man darf ja mal dämlich aussehen, aber man will ja nicht freiwillig so dusselig aussehen. Er hat ja Karo Lüche oben gelassen und für Karo 10 gedrückt. Und soll er jetzt Herz 10 Lüche oben haben? Karo 10 habe ich nicht gedrückt. Karo 10 hatte dein Mann im ersten draufgelegt, Thomas. Ja. Nee, nicht Karo 10 gedrückt, aber du hast. Du wusstest noch gar nicht, was. Du wusstest vielleicht, dass ich Herz 10 gedrückt habe. Das war das, was du vielleicht wusstest. Ne? Ja, nee, auf jeden Fall hast du Karo Lüche oben und du hast ja nicht Karo Lüche oben, sondern die Herz 10 auch noch. Das ist eine sehr gute Begründung, genau. So, meine Herren, was ist los? Ich spiele jetzt. Dazu war das Spiel an sich doch zu gut gegen 5 Trumpf. Na, siehst du mal. Thomas, die 10 läuft doch meist gar nicht mehr. Ja, man muss auch mal einen vollen spielen. Naja, gut. Ich bin noch verflucht gegen euch gelogen. Ich habe dreimal bei Passe, dass ich so finde, dass ich zu meinen Bauernstärken 3 Zwillinge dabei habe. Und egal, ich kann ihn links rumdrücken, ich kann ihn rechts rumdrücken oder durch die Mitte. Ich habe jedes Mal die falsche Idee oder es sitzt die Karte immer andersrum, als ich es brauche. Das ist ja auch wirklich schön getroffen, meine Herren. Bei 18. Ja. Es fehlten übrigens acht volle. Und die Verstärkung war, also Verstärkung stelle ich mir anders vor. Meine Güte, du, jetzt stehe ich. Also ich hatte nur 3 übrigens. Ah, danke, Eddie. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Oh, wenn du 18 hältst, da bin ich aber gleich raus. Du. Ja, ich würde dir auch, ich meine, warum. Wer hatte noch 3? Wer hatte denn Trumpf Ass gerade, Thomas? Trumpf Ass? Hatte ich das auch noch? Ja. Ah, ja, Trumpf Ass und dann noch 3, meine ich. Ja. Das war aber auch, Thomas, das war jetzt aber auch eine ganz schön hinterlistige Geschichte, wie du Eddie da die volle Verantwortung zuschieben wolltest. Würde mich mal interessieren, Thomas, wer hatte denn den Karo Buben? Den hattest du doch garantiert. Nee, den Buben hatte ich nicht. Ah, gut, sonst hätte ich ja 18 gehabt. Also. Wenn ich die beiden Damen drücke, im Trumpf stand 3-2, ne? Man kann auch 2 Damen mal irgendwie drücken, dann habe ich jetzt hinten raus nicht eine Pik-Lusche, sondern Karo-Lusche, dann wäre wahrscheinlich auch wieder alles, dann wäre das Ding auch noch, hätte das Ding auch noch funktioniert. Na gut, okay, wir wollen jetzt mal nicht klagen. Wir wollen schon, aber wir versuchen jetzt mal uns. Lagst doch die ganze Zeit schon. Ja, eben. Wir versuchen jetzt mal uns auf die nächste Karte jetzt. Was, du bedienst ja schon wieder. Immer wenn ich ein Ass spiele, bedienst du. Das ist doch wieder. Schon wieder. Hey, ja, was ist denn da los? Ich spiele mir den auch noch, komm. Jetzt nicht mehr. Aha. Da kam aber ganz. Also, das war weniger als eine Mikrosekunde. Das war schon eine Makrosekunde. Der hat schneller gelegt als deine Karte. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, Eddie, der wird. Ah, nee, habe ich sogar gedrückt. Ne? Von Eddie ist nicht mehr viel zu erwarten diesmal. Da ist nur noch ein Bild zu erwarten. Ja, wir haben 41, glaube ich, sowieso. Erst ja, ihr konntet diesmal auch. Ja. Also der Überstich hat mich beruhigt, ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise war das einigermaßen beruhigend. Dass jetzt nicht noch 3 Trumpf stehen und mir Karo volle abgemeldet werden. So, immer rauf, immer frisch, frei, hier 20. Na gut. 112 sind das Ziel. Danke, Sir Tobi. Jetzt bin ich wieder motiviert. Das wird ja wohl noch drin sein. Kleine Schritte. Das ist ja schon mal schön hier. Ach du Elend. Jetzt muss ich erstmal wieder, meine Güte, jetzt muss ich erstmal wieder ins Geschäft gehen. Was ist denn hier wieder los?
Thomas hat mich gar nicht gefragt, Eddie, ist das wirklich Pik 9, die du da ausgespielt hast? Ist das wirklich Pik 9? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel sitzt, also es sitzt nicht ganz gleichmäßig, ist so mein Verdacht. Der ja, hat schon ein bisschen... Daniel, es war ja hochgereizt. Es ist ja auch hochgereizt. Ein bisschen Futter hat dieser Verdacht ja auch schon bekommen. Ach, guck mal an. Jeder ein Trumpf, das ist ja schon mehr, als ich darauf zu hoffen gewagt habe. So, jetzt kommt Kreuz Dame. Scheiße. Kreuz Dame war so die Karte, vor der ich ein bisschen Angst hatte. Scheiße, ich Weihnachtsmann. Was war denn mit Pik eben? Habe ich ganz vergessen. Ich wollte gerade sagen, bei dir bin ich mir wenigstens sicher, dass du das noch hinbekommst, was mit Pik war. Ach so, das ist ein Handspiel. Ach, das erklärt natürlich einiges, was da jetzt passiert ist. Dann hätte ich wahrscheinlich noch mal gucken. Vielleicht haben wir noch. Aha. Jetzt ist ja wahrscheinlich die ganze Musik hier aus der Kiste raus. Alles jetzt ist die Musik, glaube ich, auch raus aus der Kiste. Ich konnte einmal Trumpf anders ziehen, habe ich aber nicht. Jetzt ist mein Kreuz Ass weg und jetzt ist wahrscheinlich alles Wumpe. Na gut, wir spielen mal so rum. Und dann spielen wir mal so rum. Mensch, hat der Eddie da noch hinten zum Schmieren? Du, hat der noch zum Schmieren? Und jetzt hat er keinen Trumpf mehr. Wir kriegen noch mal Minimum. Ich glaube, ich habe noch, kann ich noch knapp gewonnen haben, das Ding? Nee. Doink. Mann, du. Fast. Wenn man nicht zählt, dann hofft man immer noch am Ende. Warte mal, wie war deine Frage, ob du noch fast gewonnen hättest? Ja, du hast fast gewonnen, ja. Die Antwort ist ein klares Ja. Also Daniel, es war knapp. Ah, Trumpf von oben. Ich wollte mich nicht gegen Fünfe jetzt nackig machen. Mann, dann steht Kreuz auf Stich. Es ist doch heute wieder hier. Bob. Ich hatte Glück, dann dass ich. Dann fliegt aber wahrscheinlich Herz Ass weg, ne? Weil ich werde Pik Bauern legen auf den Dings und dann lässt Thomas mich vielleicht ja dran mit Trumpf Ass. Dann spiele ich Pik 10, dann haut er seinen blanken Herz König weg. Aber es wird wahrscheinlich ja besser, denke ich auch. Ne? Ja, hätte ich die Pik 9 stechen sollen. Also mit 4 Trumpf wollte ich die nicht stechen. Hättest das Ass geeignet? Nein, wusstest du nicht. Du solltest, ich habe kein Auge, ich habe 10 Beller zu viert und 10 Dame zu viert und Karo Ass Pik Bube. Ich muss ja irgendwie Pik 9 erschienen, das relativ. Steht das Pik Ass tatsächlich blank? Das, ja, weil zwei Pik Luschen drin liegen. Ja. Weiß ja kein Mensch. Nee, das, ich ja auch nicht. Das, zwei blanke Asse und Ass Doppeldusche. Naja, bei 20 war eigentlich klar, dass da wieder alle Kanonen auf die kleine Meerjungfrau gerichtet waren. Hast du mir wieder schön mein Pik-Spiel weggereizt, mein schönes. Ah, Sir Tobi, danke. Vielleicht ein Stück Schokolade. Ja, ich glaube, ich nehme gleich einen ganzen Riegel jetzt. So, nur noch mit Vieren. Ist auch ein guter Hinweis übrigens. Ach nee, leider das falsche Vorzeichen, das habe ich falsch verstanden. So, wer spielt? Kreuz. Mal ein Stück Schokolade. Thomas hat immer Vertrauen, das mag ich an ihm. Ja, was vorne nicht geht, geht hinten auch nicht. Altes Skatspielerweisheit. Ach, das sind immer Karten. Ja. 6-1. Ja, wenigstens habe ich einen Daniel noch dran, da habe ich eine Chance, noch Zweiter zu werden. Ja, du, noch eine Chance, Zweiter zu werden, du musst eigentlich nur noch halten. Ja, das sollte ja auch, war ja eigentlich eine lustige Spitze. Ach, eine kleine Spitze, habe ich ganz anders verstanden. So. Ja, ich hab ja noch nicht so viel Vorsprung vor dir. Noch nicht. Ich habe die Lizenz zum Farbwechsel. Du hast wahrscheinlich kein Karo mehr, das ist die Lösung. Ach, das ist auch nicht ausgeschlossen, aber vielleicht habe ich auch keinen Karo. Da hat der Daniel aber die zwei Augen, da wollte er die noch mitnehmen. Stell dir mal vor. Du, manchmal wird man auch im Kleinen pickig. Ändert ja am Trumpfstand nichts, ne? Guck mal da. Wieder alles harmlos. So. Und hat auch noch. Auch noch dabei. Auch noch harmlos. Das war ja. So. Naja, da bin ich ja näher am. Du bist viel näher dran als Also, meine Herren, ich sage euch das eine. Nur ganz unter uns gesprochen hier.
wenn ich hier nicht fürs Publikum auch tanzen würde, und ich glaube, ich tanze mehr als ihr, dann würde die Sache vielleicht ein bisschen anders noch ausgehen. Aber macht ruhig so weiter, ist ja keine Frage. Ich glaube, deine Seminare, Thomas, das kann sein, dass das wappne dich mal für die Welle, die da auf dich zurollt. Ne? Ja. Wenn jetzt nämlich alle begreifen, okay, ich sage jetzt nichts weiter. Was spielst du, Herz? Spielst du? Mach mal. Moment mal, Bodo. Da sitzt er wieder. Thomas, hier sitzt es doch immer glatt heute. Hast du hier schon je ein Spiel unrund sitzen sehen? Mal vielleicht auch mal ganz kurz nachdenken. Ne? Es könnte um deinen Platz 2 vielleicht noch gehen, Daniel. Ich hoffe, du bist motiviert. Ja, durchaus. Ja, hier, das ist so. Insgesamt ist das auch wieder ein Zehner. Voller. Hier. Das ist ein Voller. Insgesamt gesehen ist das ein Voller. Moment mal, Bodo. Ach so, hast du den gedrückt oder was? Oh Mann, was haben wir jetzt? Ich habe wieder. So, kleinen Augenblick. So. Also. So. Ich habe auch wieder ein Pech. noch nicht. Ja. Vielleicht auch nicht. Schalki, auch der Skatkrieger muss mal kleine Brötchen backen. Wer ein Skatkrieger ist, der kriegt auch mal aus dem Maul. Deswegen ist es ein brutales Spiel. Vielleicht auch nicht. Mann, Daniel, ehrlich, ist das alles so schlimm bei dir da? Von der Ausrüstung. Tja, ich kann es irgendwie nicht ändern. Dass der noch geht, hätte ich ja. Wahrscheinlich darf ich die 8 Augen noch nicht überstechen. Aber ich habe Kreuz Ass 10 halt. Karo König, nur wenn er Trumpf spielt, was er wahrscheinlich muss, kommen wir da auch nicht ran. Doch, du kannst auch Pik trennen in der Zeit. Irgendwie, du kannst einfach einen Pik weghauen, denke ich. Ne? Ja, na sicher, das war natürlich die Alternative. Pik Lusche. Kreuz Lusche wollen wir nicht abwerfen. Nee. Ich glaube, das Spiel noch geht nach Pik Ass Abstich, das frage ich mich jetzt immer noch. Du. Ja, das geht ganz einfach. Wenn ein Kreuz Ass 10 bei 47 bei dem mit 3 Trümpfen stehen, was ist jetzt passiert? A ist weg, ich habe auch keine Lust mehr. Ich hatte die Idee, du stichst Pik König und du hast aber auch kein Karo mehr, ne? Es war noch. Nein, ich habe kein Karo mehr. Also Leute, ich habe auch kein Spiel. Was soll ich dann tanzt doch mal mit uns. Da wird eingepasst. Oh, Leute. Da ist ja nichts drin. Ich habe gar nichts, Leute. Hör mal, hat mich das heute je gehindert, Mensch? Also, das ist ja wohl jetzt das Allerletzte. Mann. Du reizt doch erst, wenn du mindestens 3 Bauern und 2 Volle hast oder umgekehrt. Ja, ich erinnere mich jetzt gerade noch an Thomas in Ungarn damals. So, damals hatte ich Glück, dass alle vergessen haben, dass sie den Preisgard eingezahlt haben. So, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wo kommt der Spruch mit Manuel Neuer her? Wo kommt der Spruch mit Manuel Neuer her? Der ist auch, vielleicht ist es gar nicht sowieso, ne? Ja. Daniel, wie viele Zuschauer sind da? 179, in der Spitze waren es kurz vor 200. Rekord, All-Time-High hier. Thomas, du bist ein Publikumsmagnet. Darf ich mal fragen, hast du schon ein paar Hinweise verteilt? Sind es auch deine Follower, die hier sind? Nein, nicht einen einzigen Hinweis.
Ja, Mensch, vielleicht machst du das beim. Vielleicht lade ich dich nochmal ein, wenn du dann noch ein paar Zuschauer mitbringst, damit wir die 200er-Marke knacken. Mache ich dann, aber ich weiß nicht, ob du dich nochmal traust. Ich sag ja gerade, ich habe da gerade ein Angebot gemacht. Und wenn du möchtest, ja. Gehen wir auf 3 Cent zusätzlich. Das biete ich jetzt einfach an der Stelle nee, mal das, an. Nee, da hätte ich jetzt kein gutes Gewissen mehr, so hoch mit dir zu spielen. Das zeichnet dich aus, deine Fairness, selbst wenn angerichtet ist, zu sagen, wir lieben das Spiel, wir wollen hier keinen auf die Straße schicken. Gut, unter den Bedingungen. Wir können auch gerne einen halben Cent spielen. Das kommt aber nicht nochmal in Frage. Also da müssen wir. was wird denn jetzt gespielt? Sorry, ich bin hier gerade ein bisschen raus. Eddie spielt ein Kreuz. Kreuz ist angesagt. Alle warten auf mich. Kreuz ist angesagt. Ja, dann gibt es auch kein Zurück mehr. So, hier, Herz 7. Mach was draus. Hast du gerade ein Problem mit dem Klicken gehabt oder kam das Ding wirklich so schnell? So. Eddie, du Shame. Ja, das ist zu viel. Ja. Ich hatte überlegt, ob ich null ansage nach der Skataufnahme, aber ich habe gedacht, das war der Grund mit Ungarn. Damals hatte ich Glück, diesmal soll Thomas Glück haben. So, und ich hatte ausgerechnet Kreuz ohne Dreien. Ich bin weiter noch vorne, aber... Wir können auf jeden Fall sagen, es ist wieder spannend, ne? Ja, wer hätte das gedacht? Wieder ja. Spannend auf eine gewisse Weise. Und alle, die mich jetzt schon im Verdacht hatten, und ich glaube, Eddie hat es auch ganz nonchalant ausgesprochen, ich würde ja womöglich ein bisschen auf Zeit spielen, um die dritte Runde zu sparen, der hat erwischt, sage ich mal. Erwischt. Er hat mich erwischt. Also, wir gehen jetzt noch 2 Runden und dann dann schicken wir euch nach Hause. Was machen wir jetzt nochmal langsam? Noch 6 Spiele meine ich noch. Es wird heute keine dritte Runde geben, aber einfach nur, weil es schon so spät geworden ist. Nicht, weil ich nicht natürlich Lust hätte, mit euch Luschen noch eine Runde zu spielen. Es ist aber schon so, irgendwie so spät geworden, was aber auch nicht schlimm ist. Macht ja mal richtig Laune, dieses Sprechskat. So, was ist denn jetzt los? Eddie, jetzt? Hat er gerade Luschen zu uns gesagt? Ja, das darf er doch als Moderator und wenn man hinten liegt und alles ist. Ich habe die Lizenz, euch zu beschimpfen. Und ihr müsst das ist das Gute, wenn man hinten liegt. Die anderen müssen gute Miene zur Beschimpfung machen. Was haben wir denn jetzt? 33. Das ist ja auch wieder sehr interessant. Also am anderen, ich werde mal vorsichtshalber schauen. Mal gucken, ob was kommt. Oh, 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 oh. So, zieht euch warm an. Schnibbeldiwipp. Mit einem einzigen Turnier kreuz Hand gereizt mit der Karte. Aber ich wäre wohl nicht rangekommen, oder? 48? Karte steht mal wieder vorschriftsmäßig. An Tagen wie diesen. Ich glaube, das Ding hat. Schneider gewinnen oder was? Ach, ich glaube, das Ding hatte einfach eine Schneider-Chance. Die war irgendwo bei 95%. Ja, wie kann man das schaffen, den nicht Schneider zu spielen, Daniel? Ja. Ich glaube, hatte Eddie eine rote Karte in der Hand eigentlich? Ja, Herzbube. Herzbube, ne? Eine. Ich war froh, dass ich reingeguckt habe, noch Herz 10 aufgenommen. Ach, komm hier, Thomas. Herz 10 und Kreuz Ass lagen im Skat. Oh ja, du hast das schon genau überprüft. Ja, ich hatte vorher schon 3 Bauern, 3 Karo mit Ass und 4 Herz mit Ass. Also andere spielen da unbedarft krank Hand. Mit Herz 10 mit dem Stock wäre der wohl auch gegangen. Aber wenn du erst dann nur die Verteilung siehst, dann hättest du schon mal trocken geschluckt wieder. Was spielen wir krank? 18.
18 später. Kein. Du traust dich ja gar nichts. Ja. Nö, ich habe mich hier nichts getraut. Also, ihr seid ja raus, da kann ich auch zeigen. 3, 28. Hast Herr 10 im Keller wahrscheinlich, ne? Sonst hättest du ihn gut. Nein. Nicht. Nee, ist tatsächlich nicht hinzu. Nein. Wäre aber gegangen. Nee, ja, aber ist ja egal, wir stehen auf 49 ja, und wir machen noch 7 Augen den Peak. Also, ich habe ja den Peak König, also es war erahnbar, dass wir nicht auf einer Siegstellung stehen. Ich habe auch ehrlich gesagt, wenn das so schwach gewesen wäre, hätte er, glaube ich, nicht den Grand gespielt mit gegen die 18 mit dem Karo König zu dritt. Ja, ich hätte natürlich auch nicht aufs Pfaff spielen können, aber ich wollte ihn mal machen. Ja, ich meine, wenn du eine Schwäche in der Ballkarte gewesen wärst, Pik Ass, Drilling ohne die 10, dann wäre das wohl nicht der Grand geworden. Immer gut, Optionen zu haben. Da dieb, dub, dieb, dieb. Was haben wir denn da? Ein Karo Ass. Hast du schon wieder kein Kreuz? Ich hatte ja ein Kreuz. Ja, toll. Was machen wir denn damit? Jetzt lass mich da mal kurz wundern. Ich glaube, den müssen wir erstmal nehmen hier. Das ist ja wieder lustig. Ja, so witzig ist es gar nicht. Aber ich glaube. Ich habe schon eine ganz schöne Extremsitzung hier. Ja, gut. Kreuz 10 hat mich beruhigt, sonst stehst du nämlich mit dem dusseligen Ding tatsächlich noch auf einer Siegstellung. Ja, das. Wenn du die auch noch im Keller hast, dann, ja, dann gewinnst du gegen 6 Trumpf, obwohl ich Trumpf Ass überstechen kann. Also das war jetzt kein super Spiel, aber 6 Trumpf. Also. Hey, du hast 555. Ich glaube, das war für den Spannungsbogen perfekt. Und ab 6 Trumpf wird sogar der Friedensnobelpreisträger hier zur Wuchtbrumme. So. So, nach dem Vorfall. Defensiv herangehen, ja. Ich habe auch genug gesehen. Daniel hat auch kein Abreizgeld mehr. Kreuzbube im Stock. Kreuzbauer, das war wieder klar. Ich wollte mich jetzt da nicht mehr ins Getümmel zwischenschmeißen, aber mit Kreuzbube hätte ich es ja vielleicht nochmal tun können. Na, macht mal. Ja. Ich wollte es auch nicht. Ach, Sir Tobi! Bis 112 bin ich schon wieder immer noch da unter. 112 war ja meine Marke tatsächlich. Mensch, sag das einen Moment früher und dann hätte ich doch eben 18 geboten. Jetzt muss ich mich ja jetzt noch. Also was wird gespielt? Karo wird gespielt. Komm her.
Das Herz Ass 10 zu 5, du hast keine 18 gesagt. Oh Gott, das jetzt hätte ich ja hier fast schon viel einmal. Das kann alles nicht gut sein. Das kann alles nicht gut sein. Das kann alles nicht gut sein. Oh Gott, was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Naja. Nichts passiert, wa? Kreuz sind noch blank. Okay. Nee, ja. War ein Klang bei dem Kartenstand, aber. 600. So, Thomas. Muss ich noch einen machen? Du musst noch einen machen. Ja, leider ist da null Ansatz. Was heißt leider? Steht dann 1 zu 1, das ist doch okay. Ja, hast ja verdient. Hast du auch mal eine Liste gewinnst. So, und wir haben noch mal die Chance, Daniel in Gang umzubringen. Daniel, nee, der muss doch seine 112 schaffen. Ich muss 112 schaffen und diesmal steht die Karte glatt. Ich hatte das direkt im Urin, dass diesmal die Bauern springen, ausnahmsweise. Du hast wahrscheinlich auch viel riskiert, die 18 zu sagen. Ich war jetzt dadurch, dass die 112, du hättest ein bisschen reizen können, Thomas. Ich hatte gar nichts. Ja, eben. Du hättest trotzdem ein bisschen reizen können und ich hätte einfach dagegen gehalten. Dann würdest du jetzt nicht so dastehen, als würdest du wirklich nur die zugeschweißten. Guck mal, Daniel, du hast 112 gemacht. Guck dir mal die Zahl von rechts nach links an. Dafür würde ich sagen, dafür gibt es noch einmal hier den Klingelbeutel. Da habe ich noch nie drauf geachtet, dass die 211 rückwärts eine 112 ist. Das ist ja lustig. So, Monika setzt einen Haken an die Liste. Eddie gewonnen. Check. Alles klar. Ich danke euch ganz herzlich. Das war eine sensationell gut besuchte und extrem lehrreiche und lustige Runde, würde ich sagen. Thomas, wie gesagt, du darfst gerne nochmal wiederkommen. Unter der Voraussetzung, gerne, dass du noch mal ein paar Zuschauer mitbringst. Und bevor du das tust, bevor du das guten Gewissens empfehlen kannst, kriegst du von mir die Hausaufgabe. Guck dir bitte den Stream dann auch noch mal an, was wir hier gezaubert haben. Und dann kommst du hoffentlich auch wieder. Und Eddie, ich glaube, du hast dich ja sowieso für Montagabend, hast du dir schon, glaube ich, für das nächste halbe Jahr, glaube ich, immer freigehalten, ne? Ja, so erstmal auf jeden Fall. Definitiv. Okay. Und wenn nicht, ich danke euch ganz herzlich, war super. Schönen Abend. Danke auch an alle Zuschauer. Bitte jetzt mal einmal alle nochmal die Laola-Welle für Eddie und für Thomas, die schon 2001 im EM-Finale in Ungarn gegeneinander gekämpft haben und heute hier nur auf dem Kanal von dem kleinen Skatkrieger, der heute ein ganz kleiner Skatkrieger ist und fast den Friedensnobelpreis gewonnen hätte. Alles klar, vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht und wir haben tolle Spiele gespielt, viele umgemacht. Ich glaube, da konnten wir viel mitnehmen für die Zuschauer. Ich muss mir den nochmal anschauen, wo ich die acht Augen übergestochen habe. Ich glaube, ich darf nicht überstechen. Das war dusselig. Aber Thomas, du hast... Ich muss mir auch nochmal angucken, wie ich den gewonnen habe. Halleluja, bis dann, gute Nacht. Ja, alles klar, gute Nacht.